Herzlich willkommen im schönen Heidelberg, live hier aus unserem Academy Studio. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind zum Thema Glaukom und freue mich auf die nächsten 2 Stunden voll mit Informationen und Fallbeispielen. Heute darf ich als Referenten sehr herzlich Professor Christian Martin von der Universitätsaugenklinik in Erlangen begrüßen und freue mich, dass wir einen so renommierten Experten für diesen Livestream gewinnen konnten. Darf ich recht herzlich begrüßen, Professor Martin, herzlich willkommen nach Erlangen. Ich nehme an, wir sind live aus der Klinik. Stefan, vielen Dank. Hinter mir steht das neueste spektrales Gerät für die GMOPC-Studie. Wir sind hier quasi im GMOPC-Labor und ich freue mich auf den Vortrag und danke für die Einladung. Sehr gerne, wir freuen uns natürlich auch sehr, sind gespannt, über Bekanntes aufzufrischen, aber auch Neues zu erfahren. Und ich bitte um den Start für den ersten Teil unserer Fortbildung heute. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute in dem Beitrag Glaukom kompakt geht es natürlich nicht nur über die Anatomie und die Pathophysiologie der Glaukome, sondern was sehen wir mit dem OCT, was sehen wir nicht mit dem OCT und was gibt es noch alles außer Glaukomen. Das sind meine Disclosures, ist bekannt. Ich arbeite gern für Heidelberg Engineering beratend und wir haben folgende Gliederung. Zunächst geht es einfach nochmal, welche Messungen bei Glaukomen sind im Struktur-OCT verfügbar. Was sind typische glaukomatöse Veränderungen? Was muss bei der OCT-Aufnahme beachtet werden? Was sind glaukom-assoziierte Artefakte? Und was sind nicht glaukom-assoziierte Einflussfaktoren? Wie unterscheide ich Glaukome von anderen Neuropathien? Wäre dann das letzte Kapitel. Wie wir wissen, OCT hat unsere Sichtweise auf den Augenhintergrund revolutioniert. Meine Assistenten machen alle nur noch erstmal OCT, dann die Pupille weiten, dann gucken sich beiläufig den Fundus an und gucken, ob sie das, was sie im OCT gesehen haben, auch am Fundus sehen. Das ist natürlich didaktisch, der sollte es umgekehrt sein, zeigt aber, welche Bedeutung das OCT gewonnen hat, weil wir haben halt nicht nur den Aufblick, sondern wir haben mittlerweile eben den Durchblick in die Strukturen, die natürlich auch für die Glaukome relevant sind. Die Mittel, die uns bei Heidelberg Engineering zur Verfügung stehen mit dem Glaukoma-Modul, ist einmal die Messung des neuretinalen Randsaums als BMO-MRW, also der kürzeste Abstand zwischen der Endung und der Bruch'schen Membran zur Oberfläche limitans interna. Und an 48 Messpunkten wird dann quasi eine Dicke des Randsaums extrapoliert. Dann natürlich die retinale Nervenfaserschichtmessung. Das älteste Tool beim Spektral ist peripapillär mit 3 Messkreisen um die Papille herum. Und das jüngste Mitglied ist die retinale Ganglienzellschicht, die man in den Absolutwerten messen kann, mit der inneren Plexiform oder ohne. Und natürlich auch im Vergleich zu einer Normdatenbank mit den sogenannten Deviation Maps, die für viele andere Differentialdiagnosen sehr nützlich sind. Was sicherlich irgendwann mal in der Routine im Alltag auch kommen wird, wenn es Normdaten gibt und auch entsprechende Software für das Auswerten, ist die Kapillardarstellung mit dem OCTA nicht invasiv, ohne Fluoreszenzangiografie, so dass man in verschiedenen Netzhaut- und peripapillären Schichten sich die retinalen Gefäße anschauen kann, die Gedichte der Gefäße messen kann, Ausfälle sehen kann. Und das wird in Zukunft sicherlich ein Trend sein mit größeren Bildwinkeln und vereinfachten Aufnahme, schnelleren Aufnahmemodalitäten und natürlich entsprechenden Auswertetools, wo sicherlich eine Normdatenbank wie beim Struktur-OCT rechts notwendig sein wird. Aber konzentrieren wir uns auf das Struktur-OCT. Was sind typische glaukomatöse Veränderungen, die ich mit meinem OCT bei Glaukomen vor allem in der Frühphase auch sehen kann? Ich mache natürlich eine multimodale Beurteilung. Das OCT ist nicht alles. Ich muss mir, das kennen Sie von mir zu Genüge über die letzten Jahre, Sie müssen sich immer die Papille mit anschauen, weil wir hier sehr viel Information in unserem Großhirn gespeichert haben, was die Pathologie angeht. Und natürlich spielt das Gesichtsfeld eine Rolle, um zu schauen, ob der funktionelle Schaden mit dem morphologischen Schaden überhaupt korreliert. Natürlich machen wir unsere Messungen mit dem OCT, wie die Randsaumweite, Nervenfaserschichtdicke und natürlich die Ganglienzellschichtkarte.
Wie gesagt, ganz schick finde ich, dass die Ganglienzellschichtkarte oder auch andere makuläre Schichten im Vergleich zur Normdatenbank zu haben. Diese Normdatenbank ist die gleiche, die wir für BMO-MRW als auch für das Glaukoma-Modul im Allgemeinen haben. Und hier sehen Sie den Ausschnitt, den wir im Augenblick mit dem OCTA, mit dem Spektralis erreichen. Das ist ein sehr hochauflösendes OCTA-Bild, aber Sie sehen in der Dimensionierung im Vergleich zum Struktur-OCT noch ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt. Und es wird in Zukunft sicherlich schnellere Bildaufnahmemodalitäten kommen und natürlich auch mit einem größeren Bildwinkel. Ein kleines Feature, die Karte nach Hood. Er dreht einfach die Ganglienzellkarte um und dann kann man das mit einem Gesichtsfeld korrelieren. Das Gesichtsfeld, was Sie hier allerdings sehen, ist kein 24 oder 30 Grad Gesichtsfeld, sondern eben ein 10 Grad Gesichtsfeld, was halt leider auch nur sehr selten benutzt wird. Gerade bei parazentralen Defekten ist das doch eine wirklich wichtige Ergänzung für die 30 Grad Perimetrie. Und dann kann man anhand der ausgefallenen Gesichtsfeldpunkte schauen, ob das mit den Verdünnungen in der Ganglienzellkartierung korreliert. Also es steckt sehr, sehr viel Information, steht uns zur Verfügung und steckt auch in dem Gerät drin. Und damit muss man sich beschäftigen und das in minimaler Zeit. Dass das OCTA und die Kapillarausfälle sehr gut mit den Gesichtsfeldausfällen korreliert hat, die Arbeitsgruppe in St. Diego von Weinreb schon relativ früh zeigen können. Aber wie gesagt, es fehlt im Augenblick noch ein bisschen die Auswertestruktur, dass wir es im Alltag verwenden können. Und die Aufnahmedauer ist natürlich auch manchmal eine Herausforderung. Die OCT-Angiografie, interessanterweise korreliert relativ gut mit strukturellen Ausfällen, auch bereits in einer Phase, wo die Patienten nur präperiometrisch sind oder okulohypertensiv. Und das macht die Methode für uns Glaukom-Behandelnden so reizvoll, weiter zu verfolgen, weil hier sicherlich sehr viel frühe Information drinsteckt, die wir im Struktur-OCT noch nicht sehen können. Wenn ich meinen Ausdruck habe vom Glaukom-Modul, dann wird mir fürs jeweils rechte und linke Auge die Kartierung dargestellt, die Doppelgipfelkurven für BMO-MRW, für die retinale Nervenfaserschicht und die entsprechende Kartierung, zum Beispiel für die gesamtdickere Netzhaut oder rechts unten im Bild die Ganglienzellschichtdicke. Wie gehe ich am besten systematisch vor? Gerade bei frühen Glaukomen ziehe ich es vor, zunächst auf die Nervenfaserschichtkarte zu schauen und zu schauen, ob sie überhaupt im Normbereich ist, ob es irgendwo Sektoren gibt, die nicht normal sind, ob es im B-Bild Abnormalitäten gibt, weil das für mich immer noch das früheste Zeichen ist, dass irgendwas mit unserem Augenhintergrund der Nervenfaserschicht und dem Komplex Nervenfaserschicht, Ganglienzellschicht nicht stimmt, gerade bei den Glaukomen. Als nächstes schaue ich dann auf die Randzaumweite, korreliert das eigentlich mit meinem Nervenfaserausfall? Manchmal, und das werden Sie alle festgestellt haben, die mit dem Gerät arbeiten, gibt es dann doch Diskrepanzen, dass das eine oder das andere mehr Schaden anzeigt als die andere Methode. Und da wird man sich manchmal so ein bisschen unsicher, weil ja die Anatomie gerade an der Papille auch eine Rolle spielt. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Und deshalb ist es gut, dass wir das als drittes quasi die Ganglienzellschichtkarte haben, die uns ganz klar zeigt, ob hier Ganglienzellen zentral ausgefallen sind oder nicht. Immerhin bewegen sich in diesem Kästchen der Aufnahme finden wir fast 50% aller retinalen Ganglienzellen, so dass wir doch eine gewisse Aussage haben. Und wenn wir bedenken, dass die ersten Ausfälle der Nervenfaserschicht temporal oben, temporal unten stattfinden und dann die Somata, die praktisch die Ganglienzellschicht die Axone versorgen oder ausschicken, die Ganglienzellschicht eben doch in diesem Messbereich ausfällt, dann ist das doch eine sinnvolle Methode, um zu gucken, ob der eine oder andere Ausfall, den mir die Karten zeigen, in der Nervenfaserschicht oder BMO-MRW, tatsächlich ein Substrat in der Ganglienzellschicht haben. Und deshalb ist das für mich immer ein ganz guter Schiedsrichter, wenn sich die ersten beiden Untersuchungen nicht einig sind oder ich mir auch an der Papille unklar bin, was ich da vor mir habe. Natürlich ist es auch immer wichtig zu schauen, ob das rechte und linke Auge symmetrisch sind. Glaukome sind meistens im frühen Verlauf asymmetrisch und bereits die Asymmetrie zwischen rechtem und linken Auge kann Auskunft geben, ob wir hier ein beginnendes frühes Glaukom haben oder nicht.
Natürlich ist es wichtig, dabei immer zu bedenken, dass die Anatomie des Auges eine Rolle spielt. Wenn ich natürlich eine Anisomyopie habe, ich habe ein Auge mit einer längeren, ein Auge mit der kürzeren Achslänge, dann sieht die Pupille bereits anders aus und das kann natürlich zu anderen OCT-Messwerten führen, die vielleicht teilweise im Grenzbereich sind und dann zu einer Asymmetrie. Also ist es wichtig, auf die Asymmetrie zu achten, aber immer eingedenk zu sein der Anatomie des Auges. Wir sind mittlerweile in der Empfindlichkeit der nervenfaserschichtdicken Messung in der Auflösung so empfindlich, dass wir tatsächlich bei Gesunden eine langsame Abnahme durch den Altersverlust zeigen können. Und davon müssen wir natürlich den frühen glaukomatösen Verlust unterscheiden. Und das ist bei Glaukom mit Progression natürlich ganz klar in der Regressionsgrade, ist die Regressionsgrade steiler als bei den Patienten, die einen langsamen Altersverlust haben. Aber wenn Sie sich die Patienten anschauen, ohne eine Progression, dann sehen wir, dass sie nur, die Gerade nur etwas steiler ist. Und so ist auch der Verlust, den wir pro Jahr haben, bei normalen ungefähr minus 0,06 μ auf die Gesamtdicke um die Papille herum gemessen, pro Jahr in Μ-Metern gemessen, an natürlichem Ausfall. Und Patienten, die wir eigentlich für stabil hielten, anhand des Fundusfotos, Perimetrie und Augeninnendruck, die haben einen doppelt so hohen Ausfall, 1,2 μ pro Jahr, und sind aber für uns klinische stabile Glaukome. Das bewahrheitet sich dann eben nicht, wenn man die Patienten langsam über 10 Jahre verfolgt und tatsächlich zeigt sich dann langsam ganz stetig ein signifikanter Verfall der retinalen Nervenfaserschicht. Gerade bei Patienten mit chronischem Glaukom mit einem sehr langsamen Verlauf ist die Beobachtung der Nervenfaserschicht wie auch die Beobachtung des Gesichtsfelds mit entsprechender Statistik über die Jahre sehr, sehr sinnvoll. Der Verlauf entscheidet natürlich wie immer über die Therapie. Habe ich eine Progression zu verzeichnen, wie eine Pupillenrandblutung auf dem Bild links oben, dann folgt so sicher wie das Amen in der Kirche ein fokaler Verlust von Randsaum und retinaler Nervenfaserschicht, wie Sie es im unteren Bild von 2013 sehen. Sie sehen, das Abknicken des Gefäßes deutet die begonnene Kerbe an. Und leider kann man nach der Pupillenrandblutung seine Therapie intensivieren. Das hat auch Anders Heil gezeigt aus Skandinavien. Es hält leider an der Stelle die Progression nicht auf. Die Hoffnung ist natürlich, dass man für die Gesamtpapille und die gesamte retinale Nervenfaserschicht mit einer niedrigeren Drucksenkung einen langsameren Verlauf erreicht. Aber die Stelle, die eine Blutung markiert ist, werden Sie nicht mehr aufhalten. In einem OCT kann ich mir das natürlich sehr schön in einer sogenannten Ereignis- oder eventbasierten Analyse anschauen, indem ich schaue, wo in Rot retinaler Nervenfaserschichtverlust stattfindet. Damit kann ich hier eine Ortslokalisierung relativ präzise auf der Tiersnitt-Grafik machen und am Fundusbild. Oder ich nehme mir die trendbasierte Analyse über den Verlauf gesamtheitlich oder beim Glaukoma-Modul auch in den jeweiligen Sektoren. Das ist ganz empfehlenswert, wenn ein Patient gerade sektoriell fokal einen Defekt aufweist, ansonsten eine gut erhaltene Nervenfaserschicht und Randsaum, dann klicken wir zum Beispiel temporal inferior an und sehen dann einen wesentlich steileren Verlauf. Und dann eben auch den substanziellen Verlust von Nervenfaserschicht. Die Trendanalyse ist sehr nützlich, um vor allem eine langsame Progression auf die Spur zu kommen und auch den ganzen Messschwankungen, die es auch beim OCT gibt, etwas aus dem Weg zu gehen. Hier zum Beispiel haben wir einen Patienten mit minus 1,4 μ pro Jahr Verlust. Der ist statistisch signifikant unten im weißen Fensterchen mit 0,01 p-Wert und damit bin ich jetzt gezwungen nachzudenken, wie ich den Patienten noch intensiver behandle. Den fokalen Ausfall der Nervenfaserschicht temporal unten sehen wir links unten in dem Schwarz-Weiß-B-Bild. Hier ein Patient, der wirklich einen frühen Verlauf zeigt, der ganz didaktisch interessant ist, den ich auch immer wieder gerne zeige, um einfach den Wert des OCTs in der Frühdiagnose herauszustellen. Wir sehen hier die Pupillenfotos von 2014 bis 2017 bei den Patienten. Am Randsaum sehe ich keine große Änderung, aber wenn man da, wo die Pfeile sind, die
dunklen Ausfall der fokalen Ausfall der Nervenfaserschicht sieht, sieht man, dass sich dieser fokale Ausfall langsam verbreitet hat. In der Perimetrie ganz interessant, 2014 normales Gesichtsfeld, 2016 der erste Ausfall der nasale Sprung, der glaukomtypische frühe Ausfall im Gesichtsfeld, 2017 dann schon wieder etwas geringer ausgeprägt, ist eine subjektive Untersuchung. Solche Ausfälle können auch mal im Verlauf flackern, wie wir sagen, mal stärker, mal schwächer da sind, bevor sie irgendwann komplett manifest werden. Wir merken uns also 2016 erster Gesichtsfeldausfall. Wie sieht es mit der Progression mit der retinalen Nervenfaserschicht aus? Hier haben wir praktisch noch Aufnahmen mit dem alten Scan vor dem Glaukoma-Modul und da sehen wir bereits in der Trendanalyse unten 2012 beim blauen Pfeil, dass wir bereits da eine fokale Verdünnung haben. Im B-Bild ist es der rote Pfeil, praktisch noch ein grenzwertiger Sektor nach Garohy/Heaf, temporal unten, rechts oben in der Kuchengrafik. Wenn ich mir das jetzt im Verlauf angucke, gesamtheitlich, links unten im Bild, tut sich im Trend nicht viel. Der fokale Ausfall fällt einfach über die gesamte Nervenfaserschicht peripapillär zu wenig ins Gewicht. Aber wenn ich eben temporal unten anklicke, dann sehen wir dann, dass hier ein fokaler Nervenfaserschichtdefekt sich weiter tiefer manifestiert hat. Und wir sehen ja, der Patient ist in der Kuchengrafik von gelb mittlerweile auf rot herabgerutscht, jenseits der 99% Perzentile. Wir können uns auch im B-Bild, im Flickerbild des ersten und letzten Bildes sehr schön anschauen, wo der blaue Pfeil ist, dass sich die fokale Nervenfaserschicht die Verdünnung noch weiter verdünnt hat bei den Patienten. Wir sehen auch, wie sich fokal der Glaskörper etwas verändert und von der Netzhaut abhebt. Das finde ich immer noch ein ganz eindrückliches Bild. Und wir sehen links in der Infrarotaufnahme beim blauen Pfeil, wie der dunkle Ausfall der Nervenfaserschicht im Flickerbild über die Zeit breiter wird. Wenn wir die BMO-MRW uns anschauen, dann sehen wir, der Patient war 2014 noch überall im grünen Bereich und 2017 eben temporal unten im Grenzbereich. Auch hier wieder gesamtheitlich im Trend, links unten tut sich nicht viel, dafür ist der Ausfall zu fokal statistisch. Aber wenn wir uns temporal unten anklicken, dann sehen wir eben, dass der Patient kontinuierlich auch hier an Randsaum verloren hat. Also eine ganz klare Progression und zwar früher als die Perimetrie es anzeigen kann. Und da gibt es ja auch in der Vergangenheit Arbeiten von verschiedenen Arbeitsgruppen, die das Gleiche zeigen konnten, dass das eben Fakt ist. Was tut sich an der BMO-MRW? Ich habe versucht, den Schnitt rauszusuchen, der eben in dem Bereich des fokalen Ausfalls die B-Bilder darstellt. Und Sie sehen zwischen dem roten und blauen Pfeil, wie sich der Randsaum als Verlängerung der Nervenfaserschicht jetzt auch fokal langsam verdünnt. Und Sie sehen diese etwas dunklere Färbung der Reflektivität und diese kleine zystoide Aussparung, die sich bildet, die eben anzeigt, dass hier der Randsaum nicht mehr gesund ist. Im B-Bild zeigt sich sowohl in der Nervenfaserschicht als auch am Randsaum eine Verdunklung als Zeichen, dass dass eben das neuronale Gewebe nicht mehr ganz gesund ist und solche einzelnen zystoiden Aussparungen oder Schlitze, die eben zeigen, dass das Gewebe nicht mehr ganz gesund ist. Und das ist in der Gesamtdickenmessung nicht immer so gut sichtbar, aber es lohnt sich einfach, die B-Bilder anzuschauen, weil es einfach ein qualitatives Zeichen einer Progression ist. Wenn wir die Posterior-Pole-Analyse anschauen, die klassische von 14 bis 19, tut sich im Bereich der Ganglienzellen jetzt auf den Aufnahmen nicht viel. Wir sehen rechts die Differenzaufnahme unten. Da zeigt sich eindeutig kein Trend. Jetzt schauen wir uns die Abweichungskarten an. 2014 sehen wir, dass temporal unten Bereich bereits rot angedeutet, in der Nervenfaserschicht der fokale Ausfall angedeutet wird und oben in der Ganglienzellschicht im Versorgungsbereich rot bereits dargestellt, ein fokales Cluster an Ganglienzellen, was sich verdünnt hat. Und wir sehen, dass dieser Bereich weit außerhalb des zentralen Messbereichs ist. Deshalb ist es praktisch, dass wir ein relativ großes Fenster haben in den Deviation Maps, wo wir einfach die Veränderung farbkodiert sehen. Jetzt springen wir weiter in die Zukunft. 2016
Wir sehen, wie sich dann eine Änderung im fokalen Ausfall der Nervenfaserschicht ergibt. Das Cluster der Ganglienzellen oben wird größer. Wir springen auf 2017 und sehen, das Cluster verdichtet sich, es konfluiert und auch unten der Nervenfaserausfall in Rot wird prominenter und länger. 2019 dann, das Cluster verbreitert sich und auch der fokale Nervenfaserausfall verlängert sich praktisch in Gelb in den grenzwertigen Bereich, stetig in den Bereichen, wo die Ganglienzellen ebenfalls atrophieren. Die fokale Verdünnung der Nervenfaserschicht kann man am B-Bild meistens auch ganz gut sehen. Die retinalen Gefäße bleiben stehen, die retinale Nervenfaserschicht drumherum schmilzt quasi ab. Und so ergibt sich dann praktisch dieses spitze Haupt eines Ganges-Krokodils, ein Vergleich, den mir mal Herr Apostolov, Kollege aus den Niederlanden, geschickt hat, finde ich ganz, ganz bezeichnet. Gerade auf der linken Seite des Bildes sieht man eben ganz deutlich, wie jetzt nur noch das Gefäß herausschaut aus der retinalen Nervenfaserschicht. Ansonsten fehlt der kontinuierliche Buckel, der eigentlich da sein müsste. Hier noch ein paar weitere qualitative Eigenschaften von Glaukomveränderungen. Wir sehen manchmal in dem Bereich, wo retinale Nervenfaserschicht sich verdünnt, links oben im Bild die weißen Pfeile angedeutet, dass hier auch der Glaskörper sich von der Netzhaut trennt und es gibt dann so praktisch so Aufspleißungen als erster Hinweis, dass irgendwas mit dieser neuroretinalen Gewebschicht nicht stimmt. Oder rechts oben im Bild natürlich die fokalen Verdünnungen, aber auch unten heraus vergrößert mit dem lila Fensterchen sehen Sie, dass es die Reflektivität nimmt auch ab. Die hohe Reflektivität, die die Nervenfaserschicht hat, verliert sie, wenn sie erkrankt und sie wird dann einfach dunkler. Das hatte ich bereits vorhin betont. Links unten sehen Sie in dem Bereich, wo Ganglienzellen ausfallen, im Infrarotbild der weiße Pfeil, sehen Sie, dass in der darunterliegenden inneren nukleären Schicht es zu einer Aufweitung zystoid kommt. Die innere nukleäre Schicht verändert sich, wird dadurch pseudobreiter und dadurch kann es sein, dass die gesamte Netzhautdicke sich nicht groß verändert. Aber natürlich ist es dann sinnvoll, sich die einzelnen segmentierten Schichten der Makula anzugucken. Und das vierte qualitative Kriterium im OCT ist fokale Defekte der Lamina cibrosa, die vor allem bei fortgeschrittenen, vor allem bei Normaldruckglaukomen gerne zu sehen sind. Dort reißt die Lamina cibrosa und hat richtige Substanzdefekte, die man auch dann im B-Bild, siehe roter Pfeil, sehr gut beurteilen kann. Die Verdunklung der retinalen Nervenfaserschicht in der Reflektivitätsaufnahme nutzt ein neues Verfahren, das Herr Christopher Lung aus Hongkong ins Spiel gebracht hat. Ursprünglich mal von der holländischen Arbeitsgruppe beschrieben, Vermeer hat das vor vielen, vielen Jahren beschrieben, nicht weiterverfolgt. Und Herr Lung hat dann praktisch daraus eine Kartierung gemacht, indem er die ganzen B-Bilder aneinandergereiht, eine Umfassdarstellung gemacht hat. Und da, wo praktisch die Reflektivität dunkler geworden ist, da zeigen sich auch die schönen fokalen Ausfälle der retinalen Nervenfaserschicht, so wie wir es früher von den Schwarz-Weiß-Bildern kennen oder von der Infrarotaufnahme. Und er kombiniert hier Dickenwerte der retinalen Nervenfaserschicht mit den Reflektivitätsminderungen, benutzt AI und kann damit darstellen, dass er hier eben dem Struktur-OCT wieder eins voraus ist. Das wäre eine sehr interessante Technik, die man eventuell auch mal in Zukunft ins Glaukom-Modul implementieren könnte. So, was müssen wir bei der OCT-Aufnahme, wenn wir Glaukome untersuchen, eigentlich auch ein bisschen beachten? Artefakte sind ein Thema und die Artefakte sind umso ärgerlicher, wenn die Untersuchung gemacht worden ist vom technischen Assistenten und wir gucken uns dann vom Patienten sitzen die Bilder an und sehen dann, dass wie oben rechts im Bild die Segmentierung der Limitans interna irgendwie nicht passt und der Grund ist, dass man praktisch das Okular zu dicht als Patientenauge geführt hat und damit das Bild quasi abgeschnitten hat. Das ist gerade bei myopen Patienten, wo der Augenhintergrund einer kleinen Achterbahn ähnelt, ein Problem und dann kriege ich natürlich in dem Bereich auch keine Messung. Ein sogenanntes Clipping-Artefakt auf Neudeutsch. Links oben sehen Sie einen Patienten,
dessen retinale Nervenfaserschicht etwas anders aussieht, wenn man unterschiedliche Hornhautradien eingibt. Die meisten Patienten sind ja irgendwo um 7,7 mm, die eben default eingestellt sind, völlig in Ordnung. Aber es gibt Patienten mit steilen und vor allem viele Myope-Patienten mit sehr flachen Hornhautradien, wo dann der Messkreis der retinalen nervenfaserschichtigen Messung etwas andere Position zur Papille bekommt, als er eigentlich haben sollte. Gerät der Kreis zu weit von der Papille weg, wird die retinale Nervenfaserschicht zu dünn. Gerät der Kreis zu dicht an die Papille, wird sie relativ zu dick im Vergleich zur Normpopulation. Und der Vergleich der Normpopulation erlaubt uns ja immer relativ schnellen und leichten Blick, ob sich da was tut oder nicht. Die kurzsichtigen Augen, wissen wir alle aus dem Alltag, sind eine Herausforderung. Und hier greift auch die Normdatenbank nicht so gut, weil in der Normdatenbank sind die hochmyopen Augen unterrepräsentiert. Man hat damals bei der Erstellung der Normdatenbank im Myopenbereich, glaube ich, bei minus 7 oder minus 8 abgeschnitten. Und das heißt, Patienten, die Myopa sind und ein längeres Auge haben, sind nicht vertreten. Das Thema ist halt, dass die beiden Maxima bei myopen Augen mehr nach temporal rutschen und damit aus dem Normbereich und sich damit in der Garvey-Heath-Darstellung links unten im Bild rote Segmente ergeben, obwohl sie es gar nicht bräuchte, weil der Patient, der ist ja myop und hat rote Segmente, ist aber in der Betrachtung, in der Bibelbetrachtung der retinalen Nervenfaserschicht komplett normal, hat normale Gesichtsfelder und hat kein Glaukom. Also das muss man bei Myopen mit berücksichtigen. Wenn man Patienten hat mit einem sehr trockenen Auge oder mit einer sehr unregelmäßigen Hornhautoberfläche oder gar Keratokonus, wissen wir, dass die B-Bilder, die wir für die Messung bekommen im OCT, herausfordernd sein können und teilweise nicht verwertbar. Da gibt es eine ganz interessante Arbeit von Su und Kollegen. Elena Su hat gezeigt, dass wenn man zum Beispiel eine Simons-Optik nimmt. Simons-Optik heißt bei uns übersetzt, ich nehme das Glas für die Jagdkapsotomie und setze es dem Patienten auf. Dann kann ich die optischen Eigenschaften der Hornhautoberfläche etwas ausgleichen, weil ja dann praktisch die Lichtbrechung auf der Okularoberfläche und nicht mehr auf der Hornhaut stattfindet, so dass ich dann auch ein besseres Bild bekomme. Sie sehen den deutlichen qualitativen Unterschied zwischen dem oberen und unteren Bild und natürlich auch validere Messungen, als wenn ich den Tränenfilmartefakt in dem Fall mit in Kauf nehmen würde. Diese Untersuchung ist nicht ganz einfach, wenn man es ausprobiert. Man braucht praktisch noch einen zweiten Mann oder eine zweite Frau, die einen ein bisschen damit assistiert, dass man ein gutes Bild bekommt. Ich will nicht sagen, dass das super einfach ist, aber es erleichtert einem bei diesen Patienten ein gutes OCT-Bild zu bekommen. Wenn wir uns jetzt diesen Patienten anschauen, dann ist ein Fehler eingebaut. Wir sehen, unten in der Garvey-Heath-Grafik sieht der Patient eigentlich überall mit grünen Sektoren im Normbereich aus. Wenn wir uns aber das Infrarotbild anschauen, fällt dem geneigten Beobachter temporal unten und in geringem Maße temporal oben auf, dass die Nervenfaserschicht eben diese Verdunklung zeigt, den bogenförmigen Ausfall. Und wenn wir ins B-Bild gucken, dann sehen wir, dass der Patient auch tatsächlich fokale Verdünnung der retinalen Nervenfaserschicht hat. Das sind die weißen Pfeile, die hier gerade aufspringen. Und wir sehen auch unten in der Tissens-Grafik, dass punktuell fokal eben die 99% Perzentil überschritten wird. Aber sie fällt eben in der Sektordarstellung nicht auf, weil halt genau an diesen Grenzen der Sektoren diese Ausfälle auftreten und deshalb statistisch nicht erfasst werden. Das ist so eine sogenannte Green Disease. Und deshalb sollte man sich eben nicht nur auf die grünen Sektoren verlassen, sondern einfach einen Blick aufs B-Bild werfen, was eben sehr informativ sein kann. Und natürlich das Infrarotbild. Gerade wenn man auch ein bisschen sehen will, ob die Exkavation sich verändert hat, kann man es eigentlich auf dem Infrarotbild immer ganz gut machen an der Papille. Green Disease, darüber gibt es auch eine schöne Arbeit von 2015, Current Opinion von Syed, der das eben auch im Bereich der Makula gezeigt hat. Sobald Ausfälle außerhalb des Messkreises stattfinden, des zentralen Messkreises, fallen die nicht auf. Und deshalb ist es halt immer wichtig, sich das Gesamtbild anzuschauen. Bei den Deviation Maps, hatte ich ja bereits gesagt, haben wir einen sehr großen Ausschnitt, der mit der Normpopulation verglichen wird.
Und das sollten wir tatsächlich nutzen, um zu schauen, ob da außerhalb rote oder gelbe Cluster, die verdächtig sein könnten, auftauchen. Wie erziele ich jetzt eine gute Aufnahme? Die muss ich natürlich erzielen, weil ich ansonsten keine gute Messung machen kann. Der Patient muss erstmal korrekt und bequem sitzen. Vor allem Stirn und Kinn müssen sauber eingestützt sein. Und diese bequeme Position muss der Patient einhalten können. Gerade bei OCTA-Aufnahmen ist das wichtig, die etwas länger dauern. Und mit der Software kann man natürlich Bewegungsartefakte teilweise ausschalten, wenn man zum Beispiel Art einschaltet. Aber das Verkippen des Kopfes und das Vor- und Zurückgehen kann durch Art auch nicht ausgeglichen werden. Der Abstand des Aufnahmeobjektivs sollte optimal gewählt werden, dass man einfach im Messfenster ist und kein Clipping bekommt. Man sollte auf den Tränenfilm und die Hornhautoberfläche achten. Wenn man dieses wabenförmige Muster im Infrarotbild sieht, dann weiß man, es ist ein trockenes Auge. Entweder muss ich befeuchten oder ich muss eben eine Optik aufsetzen. Und natürlich muss der Kopf eben auch stabil fixiert sein. Ausleuchtung und Bildschärfe spielen natürlich eine Rolle, dass ich von Anfang an die richtigen praktisch die richtigen Einstellungen wähle, bevor ich eine Messung mache, weil die Messung eben sehr, sehr stark von ihrer Bildqualität abhängt und diese Schwankungen, die Sie in meinen Bildern vorher in der Regressionsgrade gesehen haben, äußert meistens daran, dass einfach die Bildqualität sehr unterschiedlich war. Ist die Bildqualität schlechter und das Bild etwas verwaschener, gerät die Retina-Nervenfaserschicht zum Beispiel dicker, weil sie so ein bisschen aufleuchtet und flauschiger auf der an den Grenzen wird und deshalb dicker gemessen wird. Die richtige Scan-Position ist natürlich auch wichtig und das ist das Schöne bei dem Heidelberg-Gerät, dass Sie einen schwenkbaren Kopf haben, wo wir auch bei myopen, schrägen Eintritt der Papille durch Ausrichtung des Okulars ein bisschen von dieser Schräge ausgleichen können. Und das ist ein großer Vorteil gegenüber den Geräten, wo man eine fixe Geräteposition hat und nichts weiter verändern kann. Refraktion, Astigmatismus ist wichtig. Man kann auch im Zweifel mal einen hohen Astigmatismus mit Gläsern ausgleichen oder durch die Brille messen. Und natürlich muss man die B-Bilder immer angucken, ob sie auch richtig von der Computersoftware segmentiert wurden. Was sind nun Glaukom-assoziierte Artefakte, also Veränderungen, die die Glaukomerkrankung einfach von sich aus mitbringt? Diese mikrocystoiden Aufweitungen der internukleären Schicht sind ganz interessant, weil sie einfach die Gesamtdicke der Netzhaut nicht beeinflussen, aber sehr wohl in den jeweiligen Einzelschichtmessungen auffallen. Das Beispiel von vorhin hier nochmal aufgedröselt. Links unten sehen Sie den dunklen Ausfall der retinalen Nervenfaserschicht, schön dargestellt in der Kartierung. Dann in der Mitte den Ausfall der Ganglienzellschicht mit den zwei weißen Pfeilen. Und dann segmentiert die innere nukleäre Schicht, wo der schwarze Pfeil ist. Und wir sehen, hier haben wir dann keine Verdunklung in der Heat-Grafik, sondern im Heatmap, sondern eine Aufhellung, also eine Verdickung. Und die ist natürlich artifiziell durch unsere zystoide Aufweitung der innernukleären Schicht, so als netto die Gesamtdicke der Netzhaut sich nicht ändert. Auch wenn ich fortgeschrittene Glaukome habe, dann kann die Ganglienzellschicht manchmal deutlich atrophierter sein, als es die retinale Nervenfaserschicht erwarten lässt. Wir sehen hier ein Beispiel, wo die Ganglienzellschicht im oberen und unteren Halbfeld deutlich verdünnt ist, aber in rechts unten dargestellten retinalen Nervenfaserschicht Deviation Map das jetzt nicht so auffällt wie in der Ganglienzellschicht. Nur die Ganglienzellschicht korreliert meistens sehr gut mit dem Visus und natürlich mit den Gesichtshautausfällen. Bei weit fortgeschrittenen Glaukom, hier sehen wir einen Patienten von 2009 bis 2014 fotografiert, sehen wir rechts und links an der Papille überhaupt keine Änderung mehr. An der Posterior Pole Kartierung ist die Netzhaut und vor allem auch zentral deutlich dünn geworden. 81 Jahre alt, hat schon einiges hinter sich an Operationen. Wir sehen in der Ranzer und Weite alles im roten Bereich. Ich sehe hier keine große Änderung mehr. Ich bin teilweise unterhalb des Darstellungsbereiches. Und auch die retinale Nervenfaserschicht bei den Patienten ist unter 50 μ verdünnt, sodass ich über die Zeit bei den Patienten überhaupt keine Änderung
zeigt und man vom OCT her meinen könnte, der Patient ist von der Druckeinstellung eigentlich jetzt optimal eingestellt. Wenn wir uns aber HRT nochmal Rim Area anschauen, das HRT läuft bei meinen Patienten bei uns immer noch mit weiter, vor allem wenn wir sehr lange Verläufe haben, sehen wir doch einen deutlichen langsamen Verlust der Randraumfläche. Und das korreliert relativ gut mit dem Gesichtsfeld, was sich eben auch bis auf ein zentrales Restgesichtsfeld zugezogen hat. Hier muss man eben beachten, dass man eben sogenannte Bodeneffekte hat, wo in der OCT-Strukturmessung nicht mehr viel passiert, weil einfach eine Restschichtdicke bleibt aufgrund des glialen Stützgewebes der Gefäße, die sich einfach nicht weiter verdünnen, auch wenn Axone verloren gegangen sind. Hier sehen wir einen Patienten eben unten dargestellt in Deviation Maps, Ausfall der Nervenfaserschicht. Das war der gerade gezeigte Patient. Hier kann man eben in der Nervenfaserschicht in der Aufsicht nicht mehr viel Änderung sehen. Und auch die Ganglienzellschicht ist ringförmig großflächig atrophiert, wie es typisch ist bei weit fortgeschrittenen Glaukomen, die in der Mitte diesen großen Donut-roten Ring oder Red Circle Sign zeichnen, aber wesentlich größer gefasst als bei den neuronalen Ausfällen. Das ist eben auch für die Differentialdiagnose wichtig. Und wenn wir uns hier den Verlauf anschauen mit einer Beta-Software der Deviation Map Darstellung von 2014 bis 2021, sehen wir auch, dass in der Ganglienzellschichtgattierung bei den Patienten einfach nicht mehr sich allzu viel ändert. Wir haben also den Bodeneffekt dann erreicht und dann ist halt die Frage, was weiter tun. Natürlich ist hier die Perimetrie sehr hilfreich, weil sie uns ein immer weiteres Fortschreiten aufzeigt. Die Tiefe der Lamina cibrosa nimmt auch zu, deshalb schlägt auch das HRT noch an und das wäre auch eine Empfehlung für die Zukunft ins Glaukom-Modul mit einzubringen, dass man die Tiefe der Exkavation, die man ja sehr gut darstellen und messen könnte, mit ins Feld führt. Auch wieder eine Arbeit aus San Diego, die eben sehr hippe und Arbeiten machen, die eben sehr weit vorangeschritten sind in der Forschung und auch im Denken um die Glaukome. Sie sehen hier, dass die retinale Nervenfaserschicht links unten wesentlich früher einen Bodeneffekt zeigt als zum Beispiel die Ganglienzellschichtdickenmessung. Und die gleiche Arbeitskultur konnte zum Beispiel fürs OCTA zeigen, dass die Vessel Density eben in oberen beiden Bildern dargestellt, jeweils die Empfindlichkeit im Gesichtsfeld in der X-Achse gegen der Vessel Density auf der Y-Achse, sowie unten eben die Schichtdicken, dass wir hier immer noch den Bodeneffekt sehr spät haben und die OCTA eventuell uns in Zukunft helfen wird, bei weit fortgeschrittenen Glaukomen eine Progression zu detektieren. Wir müssen aber sagen, dass die OCTA-Aufnahme eine sehr gute Qualität haben muss, der Patient sehr gut kooperieren muss. Und wir wissen, dass Patienten mit einem weit fortgeschrittenen Glaukom und einem Restgesichtsfeld sich manchmal sehr schwer tun, eine Fixation zu halten. Aber wir werden das in Zukunft sehen. Ich denke, mit schnelleren OCTAs und weiteren Fenstern kommen wir dann auch weiter. Hier ein Beispiel eines Patienten, der im Verlauf temporal unten auf einmal eine deutliche Verbreiterung der retinalen Nervenfaserschicht zeigt, was ja eigentlich nicht gewöhnlich ist, weil das Gewöhnliche bei den Glaukomen ist ja, dass sie eigentlich immer dünner wird und nicht dicker. Und bei diesem Patienten steckt dahinter eine Papillenrandblutung, die sich ausnahmsweise in meinem Infrarotbild nicht in der Breite darstellt, wie sie sich am Fundus zeigt. Ungefähr 50% der Blutung werden im Infrarotbild übersehen. Und deshalb ist es halt immer wieder nützlich, auf die Papille zu gucken. Und natürlich ist diese Blutung in der retinalen Nervenfaserschicht ein Grund, warum die Nervenfaserschicht an der Stelle sich verdickt hat. Und es konnten auch Arbeiten in der Vergangenheit zeigen, dass an der gleichen Stelle sich die Nervenfaserschicht dann rapide im Gegensatz zur Restnervenfaserschicht verdünnen wird, weil natürlich an der Stelle dann der strukturelle Schaden eintritt. Also, was sind die wichtigsten glaukom-assoziierten Artefakte? Das ist einmal die mikrozystoide Aufweitung in der nukleären Schicht, die gerne bei Normaldruckglaukomen vorkommt. Und eine japanische Arbeitsgruppe konnte hier zeigen, dass hier dann auch eher die Wahrscheinlichkeit da ist, dass dann im praktisch korrespondierenden
gegenüberliegenden Halbfeld des Gesichtsfelds ein fokaler Gesichtsfelddefekt auftauchen wird über die Jahre, so ähnlich wie bei Nachtpapillenrandblutung. Wir haben gesehen, dass wir Bodeneffekte bei weit fortgeschrittenen Glaukomen haben, bei Nervenfaserschicht und BMO, MRW und Ganglienzellschicht. Und wir deshalb sehr aufpassen müssen, wenn wir bei diesen Patienten unsere OCT-Messungen verwenden. Man kann sie eigentlich dann auch in meinen Augen weglassen und den Patienten diese Untersuchung ersparen und sich dann aufs Gesichtsfeld konzentrieren, auf die Papillenfotografie oder andere Darstellungen, die eben eine Progression, eine Chance haben, eine Progression darzustellen. Natürlich die berühmten Papillenrandblutungen sind klinisch sehr wichtig zu bemerken als Progressionsmarker, auch wenn wir dann an der Stelle nicht mehr viel ausrichten können. Aber wir müssen halt bedenken, dass sie im OCT sich nicht immer darstellen, sogar mal artifiziell zur Nervenfaserschichtverdickung führen können. Im fünften Teil meines Referats will ich nochmal auf nicht-Glaukom-assoziierte Einflussfaktoren eingehen. Das sind Artefakte, mit denen Sie alle schon sicherlich zu tun gehabt haben. Gerade die vitreoretinale Traktion peripapillär, gerade bei Myopen kann man das sehr gerne beobachten, ist ein Pain, weil dann nämlich die ganze Verlaufsbeobachtung dahin ist und ich eigentlich diese Schicht oder diese Struktur für die Verlaufsbeobachtung und vor allem auch für die Glaukom-Diagnose in der Patient erstmalig darstellt, überhaupt nicht verwenden kann. Sie sehen, dass durch das Umschlagsphänomen beim Swap Source praktisch die Glaskörperschichten sich umgedreht haben und dann unmittelbar vor der Nervenfaserschicht im B-Bild zur Darstellung kommen. Auch hier hat Valentin Apostolov aus den Niederlanden das mit Wetterleuchten in Nordeuropa oder auf der nördlichen Halbkugel verglichen. Ein ganz eindrücklicher Vergleich, aber leider eine Veränderung, wo wir das OCT nicht mehr ganz sinnvoll anwenden können. Das kommt leider auch im Bereich der Makula vor, gerade bei Myopenaugen, wenn die Papille nicht mehr, die Nervenfaserschicht nicht mehr richtig segmentiert werden kann aufgrund der starken Veränderungen, gehe ich gerne auf die Makula, um mir die Ganglienzellschicht anzuschauen. Wenn ich dann natürlich auch hier eine epiretinale Membran habe, dann ist auch hier die Beurteilbarkeit äußerst stark eingeschränkt. Auch wenn ich mir die Segmentierung korrigieren würde, sind die Netzhautschichten dann doch so kompromittiert und auseinandergezogen wie bei einer Ziehharmonika, dass ich sie gar nicht mit der Normpopulation vergleichen kann. Und damit ist quasi in Anführungszeichen dieses Zeichen auch gestorben. Dass bei hochmyopen Papillen die Maxima nach temporal auseinanderweichen, hatte ich eben vorhin gezeigt. Das ist eben wichtig zu beachten und hier kann ich die Normdatenbank eben auch nicht weiter verwenden. Und hier in dem Beispiel, was ich eben gerade gezeigt habe, kann man dann eben sehr gut sich aufs Gesichtsfeld verlegen, den Gesichtsfeldverlauf rechts oben dargestellt mit dem Oktopusperimeter und wenn ich eine vernünftige Messung der Nervenfaserschichtdicke habe, auch die im Vergleich beobachten und schauen, ob der Patient die Tendenz zur Verschlechterung hat. Und wir sehen hier bei dem Patienten, obwohl das Gesichtsfeld eigentlich ganz vernünftig aussieht, dass wir in der Tendenz eine Verdünnung der Nervenfaserschicht haben. Und hier wird es bei Hochmyopen kompliziert, weil in der Literatur dargestellt werden konnte, dass diese Patienten einfach von Haus aus aufgrund der zunehmenden Bulbusachslängen Länge, als auch der Verdünnung der Strukturen, dass diese Patienten auch ohne Glaukom eine fortschreitende Verdünnung der Nervenfaserschicht haben, die von der Normpopulation abweichen. Hier wird es dann wirklich schwer, eine Glaukomprogression festzustellen und deshalb verlege ich mich hier immer noch mal ganz gerne aufs Gesichtsfeld, weil ich dann hier auch einen für Patienten bedeutenden funktionellen Parameter habe, den ich beachten kann. Makropapillen mit Makroexkavation, die immer sofort nach Glaukom aussehen, wie ich sie oft thermoskopiere, sind auch eine Herausforderung und sie sind auch im OCT nicht ohne. Sie sehen hier ein Fallbeispiel eines 44-jährigen Mannes. Es war ein Patient aus den Emiraten. Die Bilder verdanke ich Martin Long, der mir ab und zu Patienten aus aller Welt vorstellt für einen Meinungsaustausch. Und der Vater hatte eben ein offenes Glaukom, hatte bereits eine TE bekommen. Und der Sohn natürlich in regelmäßiger Kontrolle ab dem 40. Lebensjahr ist natürlich in der Sorge,
bekomme ich ein Glaukom oder bekomme ich kein Glaukom? Und wir sehen oben BMO, MRW mit vielen roten Sektoren, weil die Randsaummessung sehr dünn gerät. Das kann bei sehr großen Papillen durchaus passieren, ohne dass ein Glaukom vorhanden ist. Ich gucke mir die retinalen Nervenfaserschichtdickenmessung an. Auch hier am rechten Auge grenzwertig, am linken Auge habe ich sogar temporal oben einen Sektor, der sehr verdächtig ist, auch wenn die B-Bilder eigentlich ganz vernünftig aussehen. Ich muss hier auch immer beachten, wenn der Verlauf der Tissue-Grafik nicht ganz mit meiner Normpopulation übereinstimmt, dann blicke ich immer gerne nochmal aufs Infrarotbild und gucke an, wie die Gefäße so laufen. Und wenn die zentralen retinalen Gefäßbäume oben und unten eine etwas abweichende Position vom normalen haben, dann kann natürlich auch, können auch die Maxima der Nervenfaserschicht etwas verschoben sein. Also hier können wir den Patienten erstmal von Verdacht nicht freisprechen. Nehmen wir aber bei dem temporal unteren Bild jetzt einen weiteren Messkreis, etwas außerhalb der Papille, bei der Makropapille, dann kommen wir schon in einen etwas günstigeren Bereich, wo eben alle Sektoren mittlerweile im grünen Bereich sind. Auch das kann man nutzen, wenn man ein bisschen Abstand zur Papille gewinnen möchte, gerade bei sehr großen Papillen, dass man den äußeren Messkreis nimmt und schaut, wie da die Beurteilung ist. Und in einem Vortrag von Heidelberg Engineering habe ich die Grafik gefunden, die ich ganz plausibel finde. Wenn Sie eine kleine Papille haben, haben Sie eine sehr kleine Steralöffnung, wo sich die 1,2 bis 1,5 Millionen Nervenfasern quasi stauen und deshalb ist die Exkavation kleiner und die Nervenfasern sind auf kleinen Raum wesentlich mehr gedrängt als bei einer großen Steralöffnung, wo sie sich wesentlich besser am Rand entlang verteilen können. Dadurch wird natürlich automatisch die Exkavation größer und die Randsaummessung gerät auch dünner, was eben zu Schwierigkeiten führen kann im Vergleich zur Normpopulation. Deshalb wieder mein Schiedsrichter und der Patient hatte glücklicherweise auch Ganglienzellaufnahmen, die eigentlich völlig glaukomuntypisch aussehen. Und deshalb hat der Patient zwar eine positive Familienanalyse für Glaukom, aber noch kein Glaukom, was zu behandeln wäre. Er hat eine Makroexzavation mit physiologischer Makropapille mit physiologischer Makroexzavation, Entschuldigung, und ist natürlich beobachtenswert. Einmal im Jahr würde man den Patienten einbestellen und beobachten, weil es durchaus sein kann, dass er halt mit dem Alter irgendwann ein Glaukom entwickelt, ob er eine Makropapille hat oder auch nicht. Gesichtsuntersuchung begleitend, wenn die unauffällig ist, dann ist das doch schon mal stark beruhigend. Wir kommen zum letzten Kapitel. Wie unterscheide ich jetzt Glaukome von anderen Neuropathien? Es gibt andere Neuropathien, die ebenfalls die retinale Nervenfaserschicht verdünnen oder die ebenfalls die Ganglienzellschicht verdünnen lassen oder Gesichtsfettausfälle machen, aber nichts mit dem Glaukom zu tun haben. Wenn Sie so gemütlich beim Webinar in Ihrem Sessel sitzen, werden Sie sagen, naja, ist doch klar. Ist schon klar, aber wir erleben es eigenartigerweise doch jede Woche, dass Patienten mit Glaukomen geschickt werden, wo etwas anderes dahinter steckt. Also scheint es dann doch etwas herausfordernd zu sein. Das können wir uns nochmal hier anschauen. Multiple Sklerose ist sicherlich eine der bei uns an der Uni in unserem Kopfklinikum Erlangen eine der häufigsten Erkrankungen der Differentialdiagnose, weil wir auch in der Neurologie einen MS-Schwerpunkt haben. Und Multiple Sklerose mit Neuritis nervi optici mit oder ohne ist doch nicht so selten. Und diese Patienten zeigen natürlich retinale Nervenfaserschichtverdünnungen in einem höheren Maße als die Verdünnung BMO MRW. Das ist die temporale Blässe der Papille nach einer Neuritis, die wir klinisch beobachten können. Die Exkavation wird ja bei einer einfachen Optikusatrophie, die sich nach einer Neuritis ergibt, ja nicht größer. Der Randsaum wird blasser klinisch und flacht ab. Also muss ich ein entsprechendes Korrelat natürlich auch mit dem OCT finden. Und das Korrelat ist, dass der neuritaler Randsaum meistens in den grenzwertigen Bereich geht, ganz, ganz selten in den roten Bereich. Aber die retinale Nervenfaserschicht, typischerweise im papillomakulären Bündel, in den pathologischen 99% Perzentilenbereich und jenseits gerät und deshalb eben hier rot dargestellt ist. In der Deviation Map, wir schauen uns hier die Ganglienzellkartierung auf, fällt dieser rote Ring auf, den ich ganz gerne Red Circle Sign nenne. Und wir sehen, dass dieser Red Circle innerhalb dieses Messfensterchens ist, mit diesen Kuchensektoren im Zentrum.
und selten darüber hinausgerät. Wenn er sehr groß wird, haben wir ja gesagt, gibt es auch bei fortgeschrittenen Glaukomen diese Veränderung. Bei neuronalen Patienten ist er meistens wirklich auf die zentralen Ganglienzellen beschränkt, aber eben ringförmig. Und diese Patienten bringen auch eine mikrozystoide Aufweitung in der nukleären Schicht mit sich. Auch diese Veränderung ist nicht glaukomtypisch, kann auch bei anderen neuronalen Erkrankungen oder bei anderen Optikusatrophien, auch in chemischer Genese, vorkommen. Hier haben wir einen Patienten, der im Kindesalter eine Asphyxie erlitten hat mit einem linksparietalen Schaden. Entschuldigen Sie, das H fehlt nach dem P. Und dieser Patient zeigt, wenn wir uns den Fundus anschauen, junger Patient mit noch schönem Wallreflex, aber wir sehen, dass die Papille links mehr als rechts temporal abgeblasst ist. Die Ablassung der Papille ist meistens auf der Seite, wo der Hirnschaden ist. Wir sehen hier eine transgenikuläre Atrophie, absteigende Atrophie der Axone als auch der Ganglienzellen. Das ist etwas, was wir vor 30, 40 Jahren eigentlich bei Erwachsenen nicht für möglich hielten, können es aber mittlerweile sehr gut mit dem OCT darstellen. Und es ist verblüffend, wie häufig man das beobachten kann, wenn man es einmal sucht. Wir sehen bei diesem Patienten korrespondierend, dass der temporal obere Sektor in der retinalen Nervenfaserschicht verdünnt ist. Wenn wir uns die Ganglienzellschichtkartierung links und rechts anschauen, dann sehen wir, dass der Patient homonym nach links praktisch seine Ganglienzellenschicht verdünnt hat. Wir wissen, dass die temporalen Fasern nicht kreuzen und die nasalen Fasern kreuzen und dementsprechend zeigt sich dieses Atrophiemuster. Man kann das auch als Bowtie-Atrophie nennen. Wir haben eben am linken Auge die Atrophie der temporalen Fasern transgenikulär, so dass praktisch das papillomakuläre Bündel praktisch nasal der Foveola erhalten bleibt. Auf der anderen Seite, wo die nasalen Fasern kompromittiert sind, die im Chiasma kreuzen, sind es eben die Fasern nasal zur Foveola und natürlich die ganzen nasalen Fasern, sodass dann eine fliegenähnliche Atrophiedarstellung sich ergibt. Und das nennt man im Englischen eine Bowtie-Atrophie und ist wegweisend eben für einen einseitigen linkshirnigen Schaden. In dem Fall gibt es natürlich auch für die rechte Hirnseite. Und natürlich wird das Rad immer wieder neu erfunden. Walsh, Hoyt, einer der Verfasser von dem berühmten Neurologiebuch Nervus Opticus, Walsh und Hoyt, also Hoyt, auch Verfasser von neuro-ophthalmologischen Büchern, hat hier bereits 1972 das publiziert. Und nur anhand der Beobachtung im rotfreien Licht und ist praktisch zur sehr ähnlichen Erkenntnisse kommen wie wir mit dem OCT und konnte eben auch die Bowtie-Atrophie mit in Anführungszeichen relativ einfachen Methoden praktisch der rotfreien Fotografie und da schon die Nervenfaserschicht zeigen. Wie lange dauert es nun, bis ich eine absteigende Optikusatrophie habe? Viele von Ihnen werden konsiliarisch oder eben als Augenärzte Patienten mitbehandeln. Nach einem Schlaganfall, nach einem Hirntumor, nach Hirnoperationen. Und Sie machen natürlich Ihre OCT-Untersuchung, denken an diesen Vortrag und denken sich natürlich gut. Wann muss ich eigentlich mal damit anfangen, mir die Ganglienzellen der Makula anzuschauen, um so einen homonymen Ausfall zu sehen? Und da gibt es eine Arbeit von Fabian Mühlemann und Kollegen aus der Schweiz, aus dem Inselspital. Und der konnte postulieren, dass man ungefähr 5 Monate braucht nach Auftreten der Läsion, dass sich im Netzhautbereich eine Veränderung zeigt. Seine früheste Beobachtung war nach einem Monat. Und wir sagen ja nach Naumann immer, dass eine absteigende Optikusatrophie ungefähr 6 Wochen braucht, frühestens, dass man eben eine Blässe an der Papille sieht, eine aufsteigende 4 Wochen. Und er hat eben die Beobachtung mit der OCT-Messung im Vergleich zum Gesichtsfeld gemacht. 5 Monate kann man rechnen, dass man was sieht. Und das ist noch eine ganz interessante Information, weil wir eben diese Patienten, die so einen
Schaden erlitten haben, natürlich noch viel besser beobachten können, vor allem auch ihre Gesichtsfeldausfälle morphologisch besser darstellen können. Somit kann ich glaukomatöse und einfache Hauptatrophie eigentlich, wenn ich ein Muster nehme, von mehreren Messvariablen ganz gut unterscheiden. Bei den Glaukomen ist meistens Nervenfaserschicht, BMO, MRW und Ganglienzellschicht fast im gleichen Maß mal mehr oder weniger geschädigt. Bei den neurologischen Patienten fällt eben bei der einfachen Hauptatrophie auf, dass vor allem die Ganglienzellschicht sehr stark auffällt, dann gefolgt von der Nervenfaserschicht und ganz, ganz selten BMO, MRW sich darstellt. Ist klar, einfache Hauptatrophie ohne Exkavationsvergrößerung, aber die Abflachung macht sich dann im Vergleich zur Normpopulation doch bemerkbar. Und wenn wir uns den Ganglienzellschaden nochmal als Muster vor Augen führen, dann sehen wir, dass bei Glaukomen, aber auch bei der Alzheimer-Erkrankung bogenförmige Ausfälle entstehen aufgrund der Favorisierung der M-Ganglienzellen und solche Muster, wie hier gerade gezeigt, eben entstehen können. Und bei Patienten, die eben eine chiasmale oder retrochiasmale Läsion haben, entstehen aber die Ausfälle in der Ganglienzellschicht wie auch im Gesichtsfeld, die vertikal orientiert sind. Wenn wir eine Aeon haben, wo eben oberer, unterer Sinhala-Zirkel befallen ist und betroffen wurde, dann haben wir auch meistens eine in der horizontal angesiedelten Ausfall der Ganglienzellschicht in der Orientierung, genauso wie wir es von den Gesichtsfeldern kennen. Und bei Multipler Sklerose, Leber-Optikus-Atrophie, Parkinson-Erkrankung und anderen auch toxischen Veränderungen des neuretinalen Gewebes kann es dann eben zu diesem Red Circle Sign kommen, zu dieser ringförmigen roten Atrophie, rot dargestellten Atrophie in der Deviation Map der Ganglienzellschicht Verdünnung. Ansonsten danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Es ist Schlag 5. Ich bin offen für Fragen. Und wie machen wir, Stefan? Ja, genau. Wir kommen zu den Fragen und das dauert manchmal auch immer einen kleinen Moment, bis vielleicht jeder den Chat gefunden hat oder die Frage, die Eingabe stellen. Also bitte tippen Sie munter drauf los. Wenn Sie eine Frage haben, wir versuchen diese dann auch zu stellen. Bis dahin, ja, diese Differentialdiagnostik zwischen Glaukom und es ist ja nicht immer so eine ganz scharfe Wissenschaft. Es ist ja immer so auch eine, ja, das sieht im Vortrag schön aus, ja, also oben, unten, aber die Welt ist gemischt und gerade wie soll ich sagen, im Klinikalltag tendiert man doch vielleicht dann öfter noch zum Glaukom oder verpasst die nicht glaukomatösen Veränderungen. Gibt es da irgendwie einen Tipp oder vielleicht einen Ablauf, wie man sich da besonders gut nähert, eine Schulung, wie sensibilisiert man da das ganze Team? Weil ich denke, es ist am Ende eine Teamsache, dass man dann auch die richtigen ja, Blick auf die Daten hat und sich halt nicht dann doch wieder in den üblichen Trott fällt. Gibt es da aus Erlangen irgendein Rezept? Also ich muss sagen, in meinem Alltag, wenn mir ein Patient mit Glaukom vorgestellt wird, er hat erstmal noch nie einen erhöhten Druck gehabt oder hat bei der Vorstellung ohne Tropfen einen total niedrigen Druck von 10, 12, 15 mm Hg, dann gucke ich mir immer erstmal die Papille an. Leider fange ich immer noch damit an, mit einer Mydriasis, Blick auf die Papille und dann ordne ich meine Befunde ein. Ja, das glaube Weil ich. der erhöhte interokulare Druck ist ja noch immer das Hauptrisiko, einen Glaukom zu haben. Auch wenn man die meisten Glaukome nicht mit einem erhöhten interokularen Druck erwischt beim allerersten Mal. Da gibt es auch Arbeiten drüber. Aber das Ganze muss zusammenpassen. Und wenn etwas nicht zusammenpasst, dann muss man einfach mal anfangen nachzudenken und dann systematisch die funktionellen Untersuchungen, die ich habe, in dem Fall sprich Perimetrie, korrelieren mit meinen strukturellen Messungen. Und das muss irgendwie zusammenhängen. Und dann ergeben sich Muster. Und das, was ich vorgetragen habe, ist dann eben dann nur eine Hilfestellung, dass man das Ganze dann kategorisieren kann. Natürlich gibt es Mischbefunde und es gibt Befunde, die auch eben mal nicht zutreffen. Das ist richtig. Aber ich muss ja irgendeine Regel haben. Es gibt ja vielleicht auch immer
das Alter grundsätzlich bei Glaukom zu berücksichtigen. Wir haben ja auch diese Trends gesehen, wir haben verschiedene Stadien gesehen. Jetzt sage ich mal, der eigene Vater, 86, wäre sehr oft dann irgendwie in Bezug auf AMD, vielleicht in der IWOM-Therapie, werden sie ja oft häufiger oder stellen sich häufiger beim Augenarzt vor, entweder zum Spritzen oder zur Kontrolle. Und da wird immer ein OCT gefahren und dann wird auch mal auf den Druck geschaut. Den Druck haben wir ja jetzt gerade eben angesprochen. Er steht dann bei 2, 3, 24. Ich erlebe immer noch, dass da dann Alarm geschlagen wird, bei sonst ja, vielleicht einer gleichen, beim Reinigung, bei einer gewissen Blässe. Ist das was, was häufig vorkommt, auch in dem Alter? Was macht man dann? Was ist dann der Rat? Wie viel Therapie ist da noch sinnvoll? Ja, auch vielleicht die Form auffällig, gerade wie gesagt beim Reinschauen. Was ist da die Häufigkeit, was ist da die klinische Erfahrung? Ich habe da jetzt bei den Fällen ja so einige Kandidaten, sind da sicher dabei oder waren jetzt auch schon bei der jetzigen Präsentation dabei, die vielleicht dann so darüber in das Thema Glaukom rutschen. Ist vollkommen richtig. Also was wir beobachten, dass am selben Tag der Menschen, und davon sehen wir mittlerweile immer mehr, weil wir alle älter werden, Gott sei Dank, mit 80, 90, also richtig im Senium, die bekommen fast alle eine Papillenblässe. Wir wissen ja auch, dass die alle Nervenfaserschicht verloren haben und die kriegen eine Papillenblässe, ohne jeweils eine Eiung gehabt zu haben und ohne jeweils ein Glaukom gehabt zu haben. Interessanterweise wird bei diesen Patienten, wenn du eine Fotoserie hättest vom 20. Lebensjahr bis zum 90., die Exkavation größer. Das heißt, es bildet, Glaukome ist deshalb für mich nichts anderes als beschleunigtes Altern. Ne? Das würde uns das Bild wahrscheinlich zeigen, wie wir in 500 Jahren aussehen würden, von der Papille her. Und das heißt, der Patient sieht aufgrund seines Alters schon teilweise glaukomverdächtig aus. Hat er jetzt einen Druck von 23, 24 mm AG, wie du gesagt hast, bei einer normalen zentralen Hornhautdicke, dann würde ich den Patienten, wenn er noch unter 26 Druck ist und kein PEX hat, erstmal beobachten. Hat der Patient PEX? Hat der Patient eine afrikanischen Herkunft, also farbig? Okay. Oder hat der Patient Familienanamnese für Glaukom? Dann bin ich wesentlich kritischer und würde ihn auch mal behandeln mit einer Monotherapie. Aber wenn das nicht der Fall ist, kann ich den Patienten auch beobachten. Ja, sehe ich auch so. Ich meine, ich wollte auch nochmal auf den Punkt raus, dass es doch halt auch eine signifikante alterskorrelierte Verlust von Nervenfasern gibt, die einfach im Alter, also jetzt ist es auch eine Erkenntnis, die ich noch nicht so lange habe und ich jetzt auch nur so ein Einzelwissen war, die doch jetzt als Bestätigung recht interessant ist, weil wie gesagt durch die IWOM-Therapie doch mehr Leute in diesem Alter häufig dem Augenarzt zugeführt werden. Und ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen auch etwas, was sich dann daraus entwickelt. Gut. Ja, und noch jetzt. Ein PS, ja. Darf ich noch mal ein PS zu dem Thema? Wenn ich IWOMs mache, gehäuft, und ich mache keine Paracentese, was die allermeisten Kollegen ablehnen und nicht machen und mich für einen Idioten halten, dann schwindet die Nervenfaserschicht. Gibt es ganz klare Arbeiten darüber, durch die Druckspitzen kommt es statistisch zum Verlust der Nervenfaserschicht. Das heißt, das Altern der Nervenfaserschicht würde ich damit beschleunigen, mit den IWOMs. Da gibt es sicherlich einen Haufen Proteste, aber kann ich gerne darüber diskutieren, gibt es Arbeiten darüber. Ja, ist interessant. Noch halten sich die Proteste relativ in Grenzen, aber vielleicht kommt noch was hinterm Ofen vor. Ich würde sagen, wir haben noch bis Viertel vor Zeit für ein paar Fälle und schauen wir einfach, wie weit wir kommen. Und da werden sich sicher die eine oder andere Frage nochmal auftun. Und wir gehen jetzt live in den HX2, unsere neue Softwareplattform rein und werden es wie in der Praxis mal anschauen, wie das so ablaufen würde mit der Begutachtung der Glaukome. Okay, lieber Stefan, vielen Dank. Also wie in der Praxis werden wir sicherlich auch die ein oder anderen Peinlichkeiten erleben. Gut, HX2 bietet uns viele Möglichkeiten für die Zukunft, keine Frage. Aber es ist für so einen alten Mann wie mich immer erstmal eine Umstellung. Ich habe hier ein paar Patienten vorbereitet. Zunächst mit einer kurzen Krankengeschichte als PDF und dann gehen wir tatsächlich live in die Bilder. Und wir nehmen uns meinen ersten Patienten, da steht nur ganz banal Glaukom. Dieser Patient ist 52 Jahre alt,
hat eine zentrale Hornhautdicke, die eher am dünneren Ende ist. Das heißt, ich muss hier auf den Druck, den ich messe, aufpassen, ablatorisch. Hat eine positive Familien, Glaukom-Familienanamnese, interokulare Druck ist 12 bis 15 mm Hg. Und wie sehen die Pupillen aus? 2014 bis 19. Wir sehen hier eine Kerbe, die ist verdächtig und ich meine, dass auch mit der Verdunklung hier vielleicht entstehender Pseudopit die Patientin sich von der Pupille eher verschlechtert. Wir gucken uns mal die Gesichtsfeldanalyse im Trend an. Linkes Auge. Wir sehen, dass der Patient zunächst mit einem nasalen Sprung anfängt, typisch. Dann im Zentrum, im oberen Halbfeld, entsteht dann der bogenförmige Ausfall. Sehr schön, wie es auch Frau Aulhorn früher beschrieben hat. Und dann bleibt es so einigermaßen konstant. Wie gesehen, Sie sehen, im Gesichtsfeld kann man besser und schlechter sein. Da darf man sich bei der nächsten Untersuchung nicht drauf freuen und sagen, ups, war alles nur ein Artefakt. Denn wenn das flackert, wird das irgendwann richtig manifest. Und wir sehen, im nächsten Jahr kommt der Patient wieder. 2018, da wiederholt sich der Ausfall im oberen Halbfeld und eben auch im nasalen Sprungbereich. Also der Patient hat von der Pupille her eine Progression und hat von den Gesichtszellen her eine Progression. Und genau, jetzt gehen wir mal rüber und gucken uns die Nervenfaserschicht an. Genau, das war das, wovor ich gewarnt wurde. Mach das nicht. Klicke hier rein und dann hast du das Bild. Ich hoffe, es ist groß genug, dass Sie es sehen können. Wir sehen hier die Regressionsgrade der Patientin am linken Auge. Wir haben hier sehr schönen fokalen Ausfall. Deshalb schaue ich immer sehr gerne auf diese Infrarotaufnahme, weil sie mir auch die Exkavation im Gegensatz zum Randsaum sehr schön eigentlich darstellt und ich auch im Verlauf immer sehr schön sehen kann, wenn die Exkavation größer wird. Also wir haben hier den fokalen Ausfall und jetzt in der Gesamtanalyse der Nervenfaserschicht sehen wir, dass der Patient so aus dem Grenzbereich kommt, dick in den pathologischen Bereich über die Jahre schleichend abrutscht und man immer wieder neue Therapien versucht und dass man noch nicht erreicht hat, dass die Regressionsrate sich abflacht. Das wäre nämlich der Effekt, wenn man einen Therapieerfolg haben könnte. Man könnte natürlich sagen, gut, der Punkt ist wieder eine etwas dickere Messung, aber wir würden mal jetzt weitergehen, um zu schauen, ob ich hier nach der Therapie tatsächlich eine Stabilisierung erreichen kann. Und das ist genauso wie mit den Gesichtsfeldern. Ich muss die Messung relativ zeitnah wiederholen. Vielleicht nach einem Vierteljahr nochmal einen Patienten einbestellen, nochmal die Nervenfaserschicht messen, genauso wie ich es mit dem Gesichtsfeld mache, um dann tatsächlich zu schauen, ob ich den Trend habe stoppen können oder ob die Regression, also die Verdünnung entlang der Regressionsrate so weitergeht, wie es mir hier die lineare Vorausberechnung zeigt. Wir sehen hier 1,9 μ pro Jahr verloren, 0,01 p-Wert, also ein signifikanter Verlust. So viel zum Verlauf. Jetzt können wir uns die einzelnen Aufnahmen nochmal anschauen. Wir haben hier einmal eine Autofluoreszenzaufnahme, die wir ganz gerne machen, weil ähnlich wie im Makulabereich, wenn Pigmentepithel erkrankt, und wir denken an Zone Beta und Alpha, wo ja das Pigmentepithel atrophiert, also muss es auch krank sein, ist ja das, was in der Makula Holz und Kollegen aus Bonn schon lange beschrieben haben. Das haben wir dann auch mal beschrieben peripapillär, da wo Alpha und Beta entsteht, fängt an, die Autofluoreszenz aufzuleuchten. Das heißt, wir haben in dem Bereich A2E und das retinale Pigmentepithel fühlt sich nicht mehr ganz so wohl. Und das korreliert bei den Patienten ganz schön in dem Bereich, wo auch der fokale Ausfall stattfindet, wo Zone Alpha, Beta nach Jonas irgendwann auftauchen werden. Multicolorbild. Was bringt mir das Multicolorbild bei den Glaukomen? Das ist in meinen Augen uns nicht so gut gelungen. Warum? Wir haben hier Tränenfilm-Artefakte. Ja? Wir haben hier noch vom Objektiv ein Artefakt. Aber wir sehen auch hier sehr schön die Exkavation zum neuretinalen Randsaum. Wir ahnen hier den fokalen Ausfall der Nervenfaserschicht dunkel. Und wir können dann in die verschiedenen Farben nochmal rübergehen. Bekommen aber nicht so viel mehr Informationen. Und Multicolor ist eine tolle Sache für epiretinale Membranen und andere Veränderungen.
Aber bei den Glaukomen ist das mir jetzt im Augenblick noch nicht die Hilfe, auch wenn ich bessere Bilder habe als das. Jetzt BMO-MRW, Glaukommodul. Und wir gucken uns zunächst den neuretinalen Randsaum an. Wir können mit dem Mausrädchen eben in den Bereich gehen, wo wir Atrophie haben. Wir sehen hier sehr schön rechts, dass wir hier quasi Randsaum randständig haben, wie wir es früher klinisch an der Papille beschrieben haben. Hier ist die Bruchsche Membranänderung. Hier ist im OCT fast kein Gewebe mehr drüber. Wir sehen auch hier vor der Lamina cibrosa fokal, wie hier Gewebe fehlt. Und wenn wir weitergehen, dann kommen wir in den Bereich der retinalen Nervenfaserschicht. Auch hier sehen wir in dem Bereich hier unten, wo die Nervenfaserschicht atrophiert, sehr schön von hier bis hier einen breiten Ausfall der retinalen Nervenfaserschicht. Und wenn wir uns das mal nehmen, dann geht der von hier, also das, was wir schon im Multikolorbild gesehen haben, breiter Ausfall von hier bis eben weiter Richtung 6 Uhr in diesem Bereich. Also in dem Bereich ein breiter Ausfall der retinalen Nervenfaserschicht. Und ansonsten die rechte retinale Nervenfaserschicht stellt sich noch eigentlich gar nicht schlecht dar, ist alles noch hocheffektiv. Durch Drehen des Mausrädchens kann ich jetzt auch auf den äußeren Ring gehen, Messring 4,2 mm. Auch hier zeigt sich der fokale Ausfall nach wie vor und keine neue Information. Wir können natürlich dann jetzt auf die Nervenfaserschicht Dickenmessung gehen. Vergleich zur Normpopulation, Gaue-Heave-Sektoren. Wir sehen hier einen sehr, sehr breiten Sektor auffälliger 99% perzentil jenseitiger Nervenfaserschichtdicke. Hier sehr schön dargestellt im Sektor. Und weil eben der Ausfall sehr breit ins papillomakuläre Bündel rübergeht, zieht er praktisch das papillomakuläre Bündel in den gelben Bereich runter und damit wird er auch pathologisch. Aber es ist noch so viel Nervenfasergewebe da, dass es eben nicht in den roten Bereich gerät. Aber gibt uns die gleiche Information und wenn wir nochmal auf die BMO-Analyse gehen, dann sehen wir, dass wir auch hier die fokale Verdünnung im Normbereich dargestellt haben. Wir gehen nochmal mit unserem Pfeil hier rüber. Zack. Und sind genau am Tiefpunkt angelangt, hier in der Tizenit-Grafik. Und das entspricht dem Sektor. Interessanterweise ist das papillomakuläre Bündel in dem Fall immer noch zwar im 21%, aber im grünen Bereich. Aber der fokale Ausfall zieht sich hier etwas weiter als die Nervenfaserschicht, mehr in den 6-Uhr-Bereich weiter hinein. Also zusammenfassend können wir sagen, wir haben hier einen bereits fortgeschrittenen Patienten mit einer fokalen RNFL als auch NRR-Ausfall und der Patient ist im Verlauf progressiv, was das Gesichtsfeld bestätigt, als auch die Papillenfotos. Und ein schräger Blick hier auf die BMO-Area, wenn wir also die 100 Radien richtig gesetzt haben, ist mit 1,7 die Papille fast normal groß. Und wenn wir das bedenken, ist natürlich die Exkavation schon ziemlich groß. So, dann gehe ich aus dem Patienten wieder raus. Und geh mal zu einem Patienten mit einer Mikropapille. Vielleicht Ja, können wir an Stefan. dieser Stelle kurz stoppen. Erstmal schauen natürlich, ob Fragen da sind. Gibt vielleicht auch die Möglichkeit, den Klingelton am Handy zu modifizieren. Und ich hätte nämlich noch eine Frage oder zwei Fragen eigentlich. Es ist ja interessanterweise, und ich weiß, dass es in Erlangen auch gemacht wird, auch die Autofluoreszenz und dann die Multicolor danach nochmal erwähnt worden. Was ist denn eigentlich die, oder kennt man den Mechanismus dahinter, warum sich da erhöht Lipofuszin an der Stelle anreichert? Ich meine jedenfalls von vielen Kommentaren in die Richtung zu wissen, dass das offensichtlich nicht immer so ist. Das ist keine ja, Regel, dass es vor der Atrophierung eine Anreicherung gibt. Ich weiß, das sind einige Studien in Erlangen gelaufen. Vielleicht da nochmal eine Detailfrage, wie das genau zu bewerten ist. Also es gibt ja praktisch die primären Zeichen für den Glaukom und sekundären Zeichen Glaukom. Und Zone Alpha und Beta rein klinisch war ja bisher immer auch ein sekundäres Zeichen,
weil ich auch eine parapapilläre Atrophie aus diversen anderen Gründen haben könnte, am häufigsten Myopie. Und interessanterweise beobachten wir bei der Myopie nicht diese Autofluoreszenz. Und bei normalen, bei den meisten normalen nicht, aber bei vielen okulärhypertensiven Patienten und Glaukomen beobachten wir es, aber es ist tatsächlich so, dass wir auch bei vielen Glaukomen gar nichts sehen. Das ist vollkommen richtig. Aber wenn das retinale Pigmentepithel anfängt, autofluoreszent zu werden, dann wissen wir es von der Makula, ist das ein Zeichen, dass irgendwann in der Makula die geografische Atrophie sich vergrößern wird, und an der Papille wird es sein, dass dann die Zone Beta zur Zone Alpha wird. Das heißt, dass wir dann von, Entschuldigung, Beta wird dann zu Alpha, weil eben das erkrankte Pigmentepithel, was dann so ein bisschen hyper- und hypopigmentiert ist, dann komplett atrophiert und dann transparent wird, dass wir die Sklera sicher sehen. Ja. Aber das ist wirklich nur ein Sekundärzeichen und würde ich überhaupt nicht für Glaukomdiagnostik benutzen, außer ich habe einen guten Freund, der Lehrer ist, der okulärhypertensiv ist und unbedingt wissen will, ob er seinen Tropfen nehmen muss. Und wenn ich sonst nichts anderes finde, mache ich das. Und wenn ich da Autofluoreszenz sehe, dann würde ich ihm in dem Fall, im Einzelfall, eher zu Tropfen raten. Ja. Nochmal zurück zum Multicolor. Wir hatten ja im Übersichtsvortrag auch die Arbeiten von Leung gesehen und es war so ein bisschen die Bemerkung, na, man braucht es vielleicht nicht so beim Glaukom, was ja so ein bisschen Widerspruch ist, weil auch Leung ja einfach nach nichts anderem schaut als nach der Reflektivität und sich das anzuschauen. Trotzdem würde ich jetzt grundsätzlich mit der klinischen Einordnung übereinstimmen. Es ist tatsächlich aus meiner Sicht in der Klinik so, dass man im Multicolor-Bild, auch im Infrarotbild natürlich, diese Reduktion sieht. Das haben wir ja auch hier jetzt in den Beispielen schön gesehen. Und falls die Aufnahme dann auch tränenfilmmäßig dann besser gelingt, ist es allerdings aus meiner Erfahrung noch eindrücklicher, also sage ich mal für Unerfahrene oder noch besser sichtbar. Man sieht ja auch im Papillenfoto theoretisch meistens, wenn man drauf gestummt wurde, dann hinterher das Bild. Es geht also einfach nur darum, wo ist der Kontrast am schönsten. Und das ist ja auch das, was das die Leung-Arbeit sozusagen sagt. Also, dass das da ist, ist ja jetzt keine ganz neue Erkenntnis, aber dass die Sichtbarkeit bei gewissen, ja, wenn man das Licht in bestimmter Weise einstrahlt auf die Netzhaut und als Multicolor sicher eine gute Technik, doch den sehr plastisch sehen kann. Also auch Asrani hat ja bei seinen, setzt sehr auf Multicolor, das sehr schöne Beispiele, haben vielleicht besseren Tränenfilm dann in den USA, ich weiß nicht. Aber also ich wollte es nochmal kurz anreißen, dass ich doch Multicolor gerade für unerfahrene Untersucher als eine schöne Hilfeleistung meine, erkannt zu haben. Also ich muss sagen, ja, mag durchaus sein, dass wir da dann zu erfahren sind, deshalb auch uns die schlechten Multicolor-Bilder leisten können. Aber ich wollte noch eins sagen zu Rota und Lung. Mhm. Die Reflektivität, die wir praktisch in rotfreien Aufnahmen und Infrarotaufnahmen sehen und die dunkle Verdünnung der Nervenwasserschicht, hat eine ganz andere Qualität als das, was Lung macht. Lung guckt sich jedes B-Bild an, wo die Reflektivität in der Segmentierung dunkler geworden ist, stapelt die einander und guckt dann en face drauf. Schon und klar. Scheint damit dann mehr Informationen zu bekommen, als wenn man praktisch nur die Reflektion eines Laserlichts anschaut. Und wenn er das noch mit AI und Dicke kombiniert, dann kriegt man natürlich eine sehr schöne Darstellung von Nervenfaserausfallsmustern, die man dann natürlich auch neurologischen Erkrankungen gegenüberstellen kann. Ja. Aber ich finde das, also seine Bilder sind da, natürlich zeigt man in der Publikation immer nur die besten, das ist logisch, aber ganz eindrücklich, aber ich brauche natürlich dafür ein weites Feld und ein schnelles OCT. Ja, das ist ganz richtig. Also ich wollte eigentlich auch nur mal auf das Thema Reflektivität, spielt ja eine Rolle. Vielleicht könnte man sogar sagen, selbst die Tränen, ein bisschen verpixelten Bilder mit Tränen würde eine AI noch besser interpretieren als der Mensch. Da ist eigentlich ja auch die Domäne. Also es ist einfach in der Reflektivität eine große Information für das Glaukom, mit was für einer Methode man es anschaut. Da gibt es verschiedene und sicher ist die natürlich noch feiner, wie sie bei jetzt Rota vorgestellt wurde. Ich denke, wir kommen zum nächsten Fall und machen Patienten. Da weiter. Der nächste Patient ist ein Patient mit einer kleinen Papille, eine sogenannte Mikropapille. 87 Jahre alt, kleine Papille, 1,3 Quadratmillimeter, hat eine positive Familienglaukomanamnese.
Wir haben Sie bisher in der Erlanger Glaukomregister als präperimetrisches primäres offenes Glaukom eingeordnet. Ist mittlerweile natürlich Pseudophag. Und das ist die Papille. Sie ist relativ klein. Ist sie jetzt keine richtig fokalen Defekt der Nervenfaserschicht, keine Papillenrandblutung, parapapilläre Atrophie, ein bisschen diffus. Und der Randsaum sieht eigentlich nicht schlecht aus. Die Exkavation würde ich ungefähr hier in dem Bereich verorten. Kleine Papillen sollten keine Exkavation haben. Sie hat eine kleine Exkavation. Gut. Nervenfaserschicht ist dann doch überraschend, dass die retinale Nervenfaserschicht bei der Dame viel schlechter aussieht, als die Papille es vermuten lässt. Gut, würde man sagen, okay, also für eine kleine Papille sieht die schon ein bisschen blass aus. Okay. Also die Nervenfaserschicht ist für mich überraschend dünn und über den Verlauf tut sich bei der Patientin nicht allzu viel, wobei wir natürlich vorsichtig sein müssen, wenn wir uns der 50-µ-Grenze nähern, dass wir durchaus dann Restgewebe messen, was eben nicht mehr atrophiert. Wir sehen hier als Hilfestellung die Statistik, minus 0,4, also unter minus 0,6 dann eine normalen Abnahme, statistisch mit 0,11, nicht statistisch signifikant, über die gesamte Dicke. So. Wir hatten hier ein rechtes Auge eingedenk. Gesichtsfelder. Am linken Auge zeigt die Dame eine Progression. Am rechten Auge tauchen jetzt Gesichtsfeldausfälle. Das ist jetzt natürlich nicht zahlenkodiert. Die echten Gesichtsfeldfans werden sich gerade in den Kopf halten. Der zeigt dann nur schwarz-weiß oder sogar farbkodierte Bilder. Aber das ist, sagen wir mal, für so einen Vortrag eigentlich immer noch eindrücklich, als ob wir jetzt jeden ND-Wert in jedem Messpunkt durchgehen. Wir sehen pathologische Areale temporal, die eigentlich für ein Glaukom untypisch sind, weil wir sie nasal suchen würden. Aber dieses Areal würden wir sehr kritisch betrachten im Verlauf und schauen, ob daraus tatsächlich ein manifester Ausfall wird. Also am rechten Auge bis 14 eigentlich stabiles Gesichtsfeld, 16 das Gesichtsfeld, zeigt ein paar Auffälligkeiten. Das war ein Gesichtsfeld, was sie nach 3 Monaten nochmal wiederholen lassen würde. Vorher vielleicht noch dünnflüssige Hyaluronsäure-Augentropfen geben würde und dann erst zum Gesichtsfeld schicken, dann können sich solche Artefakte manchmal regulieren und wenn es manifest bleibt, dann ist es halt so. So, wir haben nochmal die Autofluoreszenz und wir sehen bei der Patientin, dass in dem Areal, das ich vorhin gezeigt habe, mit dieser Hypo- und Hyperpigmentierung des retinalen Pigmentdetails juxtapapillär, dass wir hier auch tatsächlich autofluoreszente Areale haben. Wir haben eine sehr kleine Papille, die eigentlich primär gar nicht schlecht aussah, aber die retinale Nervenfaserschicht war schon mal nicht so toll. Gucken wir mal an, wie die Patientin im BMO-MRW abschneidet. Ich gehe noch einmal rum. Wir gucken uns die Analyse an. Hier ist es nochmal wichtig, gerade bei BMO-MRW, aber auch bei der RNF, nochmal durchzugehen und zu gucken, ob das alles, ob das Gerät die Bruchstein-Membranendigung richtig gefunden hat und die Limitans interna. Die ist leichter, aber Bruchstein-Membranendigung kann gerade jetzt hier, geh nochmal zurück, da, herausfordernd sein. Ne? Das ist extrapoliert. Wenn man die ein wenig im Bild mit der Helligkeit spielen würde, ganz hell macht, ja, das könnte die Verlängerung sein, aber ob jetzt hier wirklich die Bruchstein-Membranendigung ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber die Nachbarpunkte passen ganz gut dazu und deshalb lassen wir einfach den Punkt mal da, wo er ist. Wenn man das gemacht hat, gucken wir auf die Gabriel-Heath-Sektoren, wir sehen, verdächtige Areale zwar typisch in den typischen Bereichen für Glaukomen, Tempora oben, Tempora unten, ja, aber eher grenzwertig und jetzt mal nicht so pathologisch. Und wenn wir jetzt aber weitergehen mit der retinalen Nervenfaserschichtdicke, dann sehen wir, dass die Patientin dann doch deutlich temporal unten bis ins papillomakuläre Bündel hinein eine verdünnte retinale Nervenfaserschicht zeigt. Und wenn wir an uns Valentin Apostolov erinnern mit seinem Krokodil, wir sehen hier, dass gerade temporal unten die Gefäße noch herausragen, aber ansonsten wir uns mehr Nervenfaserschichtdicke wünschten und nicht so steile Abfälle.
Und wir sehen ja auch hier das Abtauchen jenseits der 99% Perzentile. Und wenn wir jetzt den Messkreis außen betrachten, wird die Sache eigentlich auch nicht besser. Kleine Papille würde ich eher den Messkreis dicht an der Papille wählen, den äußeren Messkreis eher bei der Makropapille, wie vorhin im Vortrag gezeigt. Insgesamt ist eigentlich der klassische Messkreis mit 3,2, 3,5 mm Durchmesser eigentlich immer noch der aussagekräftigste, auch laut Publikationen. So, also der Patient hat hier eine Nervenfaserschichtdicke, die unverhältnismäßig mehr atrophiert ist im Vergleich zur WMO-MRW. Und das liegt eindeutig an der Papillengröße, weil bei dem Patienten mit einer kleinen Papille von Haus aus der Randsaum dicker ist und wenn der Patient Randsaum verliert, das einfach in der Proportion geringer ausfällt als natürlich die retinale Nervenfaserschicht, die eben auch mit dazugehört. Das heißt, die Patientin hat mindestens ein periperimetrisches, wenn nicht beginnend perimetrisches Offenwinkelglaukom bei relativer Mikropapille, die uns ophthalmoskopisch vielleicht hätte aus Glatteis führen können. Stefan. Ja, ich schaue noch mal nach Fragen an dieser Stelle. Ich denke, die Mikropapille ist immer im Hinterkopf zu haben, genauso natürlich wie die Makropapille, aber gerade die Mikropapille ist eigentlich der gefährlichere Zustand, wenn man so will, weil man da natürlich immer über die Maßen beruhigt ist. Ich wollte vielleicht mal in die Runde fragen, wir haben ja jetzt hier in dem HX auch schon ein bisschen, wer ein bisschen links oben spickt, eine Vorschau. Gibt es Wünsche für den nächsten Fall vielleicht? Gucken Sie sich das mal durch, schreiben Sie mal in den Chat, welchen Fall Sie als nächstes haben möchten. Alle schaffen wir natürlich heute nicht, aber vielleicht so zwei, drei noch. Schreiben Sie es mal rein. Ansonsten machen wir jetzt erstmal mit dem Fall weiter, den du ausgesucht hättest. Und wenn vielleicht, wenn nachher was drinsteht, können wir uns danach ein bisschen orientieren. Gehen wir zum Kontrast zu den vorigen Patienten. Das ist eine Patientin, die wir schon in der Glaukom-Sprechstunde sehr, sehr lange kennen. Und diese Patientin, 60 Jahre alt, seit 20 Jahren ist sie bei uns im Glaukomregister, ist mittlerweile pseudophag geworden, sieht 1-0 auf beiden Augen. Ja, das sind die Papillen. Wie gesagt, ein OCT-Bild ohne Papillen zu zeigen, macht mir immer Bauchschmerzen. Deshalb werden Sie bei meinen Vorträgen eigentlich, wenn es geht, immer ein Papillenfoto auf irgendeine Art und Weise finden. Die Papillen sind unheimlich groß. Die Gefäße erinnern schon fast an eine Morning Glory-Papille mit großer peripapillärer Atrophie. Die Patientin war eigentlich immer hyperob, interessanterweise, und hatte einen hohen Astigmatismus. Der Randsaum ist tatsächlich dünn und die Exkavation enorm vergrößert. In der Perimetrie über all die Jahre, jetzt haben wir Verlauf von 2011 bis 2021, 10 Jahre jetzt mal dargestellt, keine großen Veränderungen. Und wir sehen hier minimale Randsaumweite, stabil. Und die retinale Nervenfaserschicht auch stabil. Wir sehen uns jeweils die P-Values an. Die sind eben größer 0,05, auch für die BMO-MRW. Und das ist schon mal im Trend, finde ich, im Alltag wirklich ein Gewinn und beruhigend, weil ich einfach auch dem Patienten mal zeigen kann, hör zu, hier, schau an, das ist alles eigentlich stabil. Weil es doch auch sehr differenzierte Patienten gibt, die sich mit ihrer Erkrankung sehr, sehr gut auskennen und nicht nur auf den Doktor vertrauen. Und da muss man eben gut dokumentieren, aber das kennen wir ja alle. So, parapapilläre Autofluoreszenz. Sie sehen hier, die Patientin hat nasal eine erhöhte Autofluoreszenz, obwohl wir eben nur Glaukomverdacht haben. Und wenn wir hier das andere Auge anschauen in der Autofluoreszenz, sehen wir auch, dass die Patientin hier oben, unten und auch vor allem nasal betont eine Autofluoreszenz hat, wo sie eben auch ihre parapapilläre Atrophie hatte. Das ist nochmal Makula. Gut. Jetzt gehen wir mal auf die Bilder. Das ist viel interessanter.
Wir nehmen uns mal das rechte Auge her und schauen, wie diese Patientin performt in der BMO-Analyse. Wir gucken wieder einmal durch, ob die Bruchstellenänderung richtig gefunden wurde vom Gerät und ob das alles richtig segmentiert ist. Dann gucken wir auf die Gabriel-Sektoren, alles im grünen Bereich und auch in der Tisnet-Grafik sieht es eigentlich ganz gut aus. Die BMO-Fläche ist 3,9 Quadratmillimeter. Also wir haben in Erlangen, also in unserer Patientenpopulation muss ich sagen 1,8, so als Mittelwert, 3,87 ist schon ziemlich mächtig. Große Öffnung, Steralöffnung. Retinale Nervenfaserschicht, temporal oben, temporal unten, in den kritischen Bereichen eher normwertig, aber wir sehen, dass die ganze Verteilung der Nervenfaserschicht doch in einigen Bereichen von der Norm entsprechend abweicht und auch man sich hier auch eine etwas bessere Bildqualität sicherlich wünschen würde. Und das andere Auge ist jetzt in der retinalen Nervenfaserschicht auffällig. Wir sehen aber auch, dass in dem Bereich, wo wir hier die parapapilläre Atrophie haben und praktisch die retinale Pigmentepithelschicht verändert und mit einer etwas durchscheinenderen Aderhaut deutlich sichtbar ist, hier der Laserstrahl besser durchgeht, dass wir dann auch Veränderungen in der Segmentierung haben können. Das ist auch etwas, was man bei Drusen haben kann, bei konfluierenden Drusen. Gerät der Messkreis in diesem Bereich, dann muss man mit der Segmentierung vorsichtig sein, weil ja alles am retinalen Pigmentepithel quasi normalisiert wird vom Computer. Schauen wir uns die Nervenfaserschicht an, so sehen wir bei der Patientin eigentlich, Entschuldigung, die BMO-MRW in dem Fall, sehr, sehr dünner Randsaum, aber eben auf eine riesige Fläche verteilt, 4,07, also noch größer als am Partnerauge. Und da gerät die BMO-MRW, wie es Stefan auch immer in seinen Vorträgen zeigt, immer in den unteren Bereich, nähert sich dem Gelben oftmals gerne an. Und hier nochmal RNFL kontrastiert mit diesen glaukomatösen anmutenden Sektoren. Trotzdem im Augenblick keinen Grund, die Patientin zu behandeln, weil alle anderen Parameter im Verlauf normal sind. Wir haben bei der Patientin sogar zur Verfügung OCTA-Aufnahmen. Und hier kann man ein Wort zu den OCTA-Aufnahmen verlieren. Sobald Sie in den OCTA-Aufnahmen, wie auch hier sichtbar, horizontale Streifen sehen, dann müssen Sie an Artefakte denken, weil der Scan geht eben von links nach rechts oder von rechts nach links, also linienförmig. Und wenn es hier zur Verschiebung des Kopfes kommt, zum Beispiel Fokusverschiebung, dann kommen solche linienförmige Artefakte. Die muss man mit Vorsicht genießen und nicht dem Patienten als echten Kapillarverlust zuschreiben. Man kann sich die oberflächliche Schicht anschauen. Man kann ein bisschen die Intensität erhöhen. Man kann sich die intermediäre Schicht anschauen, wo wir auch gerade bei Covid-19 viel Information statistisch finden und natürlich auch die entsprechenden Tiefenplexus. Die Gesamtnetzhaut. Und dann ist es immer noch gut, wenn man das Projection-Artefakt ausschaltet, um dann praktisch die Projektionsartefakte durch die großen Gefäße oberflächlich rauszukriegen. Aber Sie sehen hier, so diese Linie macht mich stutzig, die Linie hier oben auch. Das Bild würde ich nicht für eine Bewertung heranziehen wollen. Also hier eine Makropapille, die im Gesichtsfeld, im Verlauf auch der Papillenfotos immer konstant und stabil bleibt. Auch in den jeweiligen Messungen von BMO-MRW als auch RNFL, aber im Vergleich zur Normpopulation durchaus grenzwertig, wenn ich pathologisch sein kann. Und hier muss man einfach nach klinischem Ermessen entscheiden, ob man dann vorauseilend schon behandelt und die Patientin beobachtet. Stefan. Ja, vielen Dank für den schönen Fall und auch, dass die OCTA hier gezeigt wurde. Ich persönlich fand jetzt die Streifen weit außerhalb der
der Papille nicht ganz so beängstigend, aber das ist nicht der Punkt, sondern die Frage ist, welchen Plexus wäre zu empfehlen, sich besonders anzuschauen, oder sollte man sich alle drei anschauen oder die Summe des Gesamten? Ich meine, da ist auch einiges an Arbeit gelaufen, auch mit dem Erlangen Quantification Tool wurden ja sehr schöne Daten gezeigt. Vielleicht da noch ein Hinweis, wenn jemand dann schaut, wo er denn hinschauen soll beim Glaukom, oder ist es auch wieder alles? Nein, eigentlich, natürlich, wenn ich oberflächliche Ausfälle habe, Nervenfaserschichtausfälle, und die ragen tatsächlich in dieses kleine Fensterzentral hinein, dann sehe ich bereits im oberflächlichen Plexus, wie auch peripapillär im oberflächlichen Plexus, meine Ausfälle. Aber wenn wir in diesem kleinen zentralen Bereich sind, dann reichen die Nervenfaserschichtausfälle meistens außenrum oder nicht in diesen Bereich hinein. Dann ist tatsächlich der intermediäre Plexus der interessante, der wahrscheinlich die Ganglienzellen, auch die innere plexiforme Schicht, mit einbezieht und deshalb auch schon bei OHTs auffällig ist, statistisch. Ich kann hier keinen Cutpoint nennen, der sagt, wenn du jetzt ein Gefäßdichte darunter hast, bist du pathologisch. Dafür sind wir noch nicht fortgeschritten genug. Ich weiß, es ist ein weites Feld, aber weil es einfach aktuell ist oder noch aktuell ist, vielleicht zwei Sätze doch zu Covid und dem intermediären Plexus. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, es in zwei, drei kurzen Sätzen zu behandeln oder einfach mal so zu verweisen, wo man sich da weiter fortbilden könnte, bevor wir vielleicht die letzten zwei Fälle angehen. Genau, also wir haben in unserem Haus zeigen können mit dem spektrales OCT, mit makulären Aufnahmen, dass der intermediäre Plexus die größte Aussage im Vergleich zur Normpopulation hat, ob es Long-Covid oder Post-Covid-19 Veränderungen in den retinalen Gefäßen gibt oder nicht. Diese sind meistens ratifiziert, statistisch signifikant, mit einem sehr großen Overlap in der intermediären Schicht, wie auch in den anderen Schichten, zur Normpopulation. Deshalb kann man hier auch keinen Cutpoint sagen, weil wir kriegen immer wieder Anfragen von Augenärzten, die vom Patienten bedrängt werden, macht eine OCTA-Aufnahme und sagt mir, ob ich Long-Covid habe. Das geht definitiv nicht. Aber über statistische Mittel können wir ganz klar sagen, dass da Information ist, die sicherlich besser ausgewertet werden muss als die reine Weiß-auf-Schwarz-Analyse, wie wir es mit Erlangen-Angiotool machen, Vessel Density. Wir setzen mittlerweile AI an, weil die AI doch Veränderungen sieht, die wir nicht mit den Augen sehen. Es ist eine sehr komplexe Struktur, diese Gefäße. Wir haben diese Veränderungen korrelieren können mit dem Fatigue-Score der Patienten. Also je ausgeprägter die subjektiv empfundene Müdigkeit war, desto größer waren die Kapillarausfälle. Das ist zumindest für die Patienten schon mal eine interessante Information, weil sie doch meistens bisher als psychosomatisch laufen und weil man noch kein richtiges Korrelat für den Patienten hat. OCTA ist damals ein Anfang. Es ist wirklich nicht für den Hausgebrauch im Augenblick. Und verschiedene Autoantikörper, die wir bei den Patienten messen können, interessanterweise korrelieren mit verschiedenen Plexi. Es gibt zum Beispiel Beta-2-Autoantikörper, die eher mit dem einen oder mit der anderen Schicht korrelieren als andere Autoantikörper. Also das sind auch interessante Informationen, wo wir noch nicht genau wissen, was wir daraus machen sollen. Aber es sind alles Beobachtungen mit einer augenärztlichen Untersuchung, die eben immer wieder verdeutlicht, das Auge ist das Fenster zum Körper. Und das OCT, OCTA ist ein ganz wichtiges Tool. Das Internet hält weitere Informationen bereit. Wenn man danach googelt oder schaut, gibt es diese Publikation dann nochmal zum detaillierten Nachlesen. Wünsche aus dem Publikum, mal schauen, was wir noch schaffen, ist die Drusenpapille und das Normaldruckglaukom. Wobei ich letzteres noch nicht ganz auf der Liste identifiziert habe. Aber, Drusenpapille können wir schon mal machen. Auf jeden Fall. HIX-2. Es liegt an mir, es liegt nicht an HIX-2. Ich kann mich an dieses HIX-2 noch nicht ganz gewöhnen. Nur einmal draufklicken und dann das Bild suchen und dann rechts auf die Bilder klicken. Ja. Nur auf die Bilder, nicht auf den Patienten. Genau. Also bei diesen Bildern sehen wir schon mal in den verschiedenen Schnitten durch die Papille Infrarotbild schon mal die Drusen. Die Drusen zeigen im Autofluoreszenzbild gerade bei älteren Patienten doch ein Aufleuchten. Bei Kindern kann man es vermissen. Deshalb kann man Autofluoreszenz nicht als Ersatz für die Echografie sehen, wo ich Drusen immer relativ sicher nachweisen kann, auch bei Kindern, wenn sie tiefer liegen. Aber wir sehen, die Papille ist von Haus aus sehr klein, ist randunscharf, und in den Schnittbildern sehen wir
ein abstruses Aufwölben unserer Papille mit irgendwelchen hypodensen, hyperdensen Material in der Papille. Was hat das für einen Einfluss auf unsere Messwerte? Gehen wir zunächst auf die BMO-Analyse. Wir sehen, dieser Patient hat durchwegs eine supernormale Randsaumweite, weil natürlich die Papille pseudogestaut ist und die Messung viel zu dick geraten. Und teilweise wird auch die Segmentierung mit der Endigung der bruchschen Membran herausfordern, weil wir einfach durch diese schön dargestellten Drusen einfach auch Artefakte haben, Schatten, wo eben teilweise die bruchsche Membran nicht mehr so gut segmentiert werden kann. Allgemein auch ein Problem bei Stauungspapillen. Gucken wir uns bei dem Patienten die retinale Nervenfaserschicht an, so ist verblüffend die Diskrepanz zwischen der sehr gut dargestellten BMO-MRW, also sehr dick dargestellten, im Kontrast zur retinalen Nervenfaserschicht, die hier völlig atrophiert ist, in allen Gaue-Hilfssektoren im roten Bereich ist und auch im B-Bild sicherlich atrophiert ist. Wir sehen nur noch die retinalen Gefäße heraussprießen, ansonsten ist das praktisch eine Linie oder ein Band geworden. Und das ändert sich auch nicht, wenn ich hier die verschiedenen Messringe durchscrolle. Und diese Patienten sind natürlich verzweifelt und der Augenarzt genauso, weil wir eben die Gesichtsfeldausfälle, die sich aus dieser retinalen Nervenfaserschichtatrophie ergeben, wahrscheinlich eine Druck- oder perfusionsbedingte Atrophie, einfach nicht behandeln können. Und bei vielen Vorträgen kommt immer wieder die Frage von niedergelassenen Kollegen und Zuhörern, was kann ich bei diesen Patienten tun? Es gibt verbrieft eigentlich gar nichts, was man tun kann. Es gibt keine evidenzbasierte Therapie. Ich persönlich, Christian Mardin, empfehle gerne Alpha-Garn-Augentropfen, die neuroprotektiv wirken und den Augendruck senken, wenn der Patient es von der Konjunktiva gut verträgt, um es zu stabilisieren. Und da sind meine Verläufe einfach nicht lang genug und ich habe auch nicht so viele Patienten, dass ich sagen kann, es hat wirklich geholfen, weil ich natürlich auch keine Kontrollgruppe habe. Aber es ist zumindest rein von dem, was man sich vorstellen könnte, eine Möglichkeit, dem Patienten irgendwie geartet zu helfen. Am anderen Auge sieht es bei den Patienten ganz ähnlich aus. Wir können das mal kurz durchgehen. Die Retinal-Nervenfaserschicht eben auch atrophiert. Das Glück ist, dass das papillomakuläre Bündel ausgespart ist und der Patient am linken Auge dann auch entsprechend einen besseren Visus hat. BMO-Fläche 1,7, also unter 1,8 Quadratmillimeter. Und wir sehen hier nochmal BMO-MRW. Das Schöne an dieser Darstellung ist eben, dass ich einfach die Drusen wirklich an der Oberfläche sehen kann und mir sehr gut vorstellen kann, wie die retinalen Nervenfasern sich vielleicht fühlen müssen, wenn sie durch diesen engen steralen Kanal an den Drusen vorbei müssen. Und dann wissen wir ja auch alle, dass die retinalen Nervenfasern äußerst druckempfindlich sind. Eher der vitreoretinal unterwegs ist, hat den einen oder anderen, wo er das erleben musste. Und wenn das über die Zeit geht, ist es bestimmt mit ein Grund, dass die retinalen Nervenfasern atrophieren. Jo, Stefan, das war die Drusenpapille. Ganz glatter Kontrast zwischen Nervenfaserschichtdicke und BMO-MRW. Bei jungen Patienten ist die Nervenfaserschicht eigentlich noch ganz gut, aber je älter wir werden, desto höher ist das Risiko, dass wir Nervenfasern verlieren. Die Frage jetzt nochmal nach Erlangen des Niederdruckglaukoms. Ich glaube, wir haben keinen Fall in der Datenbank. Ich sehe jetzt auch keine spezielle Frage dazu, aber vielleicht mal ganz allgemein, gibt es da was, was man vielleicht in ein, zwei Minuten drüber sagen könnte? Dass dieser Bereich als Rat, wie manifestieren sie sich, wie kommt man drauf, was sind die Probleme? Also interessanterweise, erstmal die Gemeinsamkeit mit Hochdruckglaukom ist, dass die Exkavationstiefe, als auch der Randsaumverlust, sehr dem Hochdruckglaukom ähnelt. Also das sieht gleich aus, sind auch tief exkaviert, die Normaldruckglaukompapillen. Die zeigen etwas häufiger Blutungen, da weiß man nicht, ob die einfach länger zu sehen sind als bei den anderen oder ob sie einfach häufiger vorkommen. Und das nächste ist, dass wir, was man stutzig werden muss, wenn vor allem parazentrale Skotomen im Gesichtsfeld auffallen oder eben ausgeprägte Ganglienzellschichtverdünnung, wenn ich in der retinalen Nervenfaserschicht noch nicht allzu viel sehe. Sie sehen also, die Normaldruckglaukome gehen so ein bisschen in ihrem Verhalten in Richtung
neurologische Veränderung der Papille. Und die neurologische Abklärung gehört ja bei unseren echten Normaldruckglaukomen. Das heißt, intraokularer Druck gemessen 24 Stunden, auch im Liegen. CCT ist normal, der Druck ist wirklich niedrig. Dann gehört auch immer noch bei Schalte ich uns mich mal da eine rein? MR-Untersuchung des Schädels dazu, weil in 5% werden doch raumfordernde Prozesse bei diesen sogenannten Normaldruckglaukomen gefunden. Gibt es im Und OCT wie gesagt, spezielle Merkmale zu diesem Thema, wo man sagt, das ist naja, typisch für das vor allem Normaldruckglaukom? kannst du eigentlich nicht sagen, nur wenn diese parazentralen Ausfälle, die unterscheiden sich doch von Hochdruckglaukomen. Sehr schön. Dann gucke ich noch mal geschwind in die Fragerunde. Es gibt Lob, es gibt Danke, schöne Auffrischung und so weiter. Also großes Lob auch an Sie, dass Sie durchgehalten haben bis zum Ende, trotz des Wintereinbruchs, der offensichtlich in Erlangen zumindest kurz bevorsteht. Ich danke Ihnen, schönen Abend und bis bald. Dankeschön. Tschüss, Stefan. Tschüss.